Einen schönen guten Abend in die Runde. Grüß dich Christian, grüß dich Richard. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Heute ist ja die April-Sendung, wo wir es gerade eben live probiert haben. Gut, war ein Versuch. Haken wir es ab als Weiterbildung. Wir wollen heute wieder über die Tagesgeschehnisse reden, über das, was passiert ist auf der Weltenbühne. Wir werden dabei die Prophezeiungen, lieber Richard, und die Phönix-Hypothese, lieber Christian, nicht zu kurz kommen lassen. Du, Christian, hast ja schon angedeutet, du möchtest ein bisschen zusammenfassen. Es sei sehr viel passiert, eskalierenderweise, was in die Richtung schon wieder weist. Wir werden heute weiterhin auch über die Ukraine reden, die Entwicklungen dort, werden ein paar symbolische Ereignisse mit reinnehmen, wie die Baltimore-Brücke. Und mein Ansinnen wäre es, dass wir im Inland auch nochmal über die RKI-Files reden, die Stimmung im Land, wie das hier so weitergeht. Ein bunter Mix. Das wären meine einleitenden Worte. Gut, erstmal danke für die Einladung. Und ja, nein, ich freue mich wirklich, dass wir einfach regelmäßig so einmal im Monat mal so einen Abgleich haben, weil ja jeder doch irgendwo nochmal einen anderen Fokus drauf hat und Genau. was wir da aus diesem großen Mediensumpf halt rausziehen und was mit uns in Resonanz geht. Das ist immer ganz gut, dann eben auch mal einen Abgleich zu haben. Freut Ja, mich. es geht mir genauso. Geht mir genauso. Finde ich schön, freut mich. Und es freut mich auch, dass es eine Kontinuität gewonnen hat. Ich bin neugierig, wie es weitergeht. Wird spannend. Mit der Welt, mit uns oder mit allem? Mit der Welt sowieso, mit uns. Es ist ja auch interessant, weil es eine Verzahnung ist. Jeder hat da einen anderen Schwerpunkt, aber es gibt Überschneidungen. Und das anscheinend ist ganz gut. Also ich bin neugierig. Ich habe mich auch gefreut auf die Sendung heute. Ja, ging mir auch so. Jetzt auch, nachdem wir uns beim Zusammensein auch mal in echt dann kennengelernt haben, ein bisschen. Auch schön, ist auch nochmal vertrauter dann. Wir haben uns ja im Grunde einfach zusammengewürfelt, ne? Auf Telebasis, ja. Aber man sieht, es wächst, ne? Es geht. Ja. Womit wollen wir anfangen? Was ist euch im Sinne? Mit dem Inland, mit dem Ausland? Oder willst du erst deine Darstellung machen, rückblickend, Christian? Nein, vielleicht, wir haben uns ja, wie lange ist das her? 2 Wochen haben wir uns ungefähr das letzte Mal gesehen. Ja, seitdem ist ja einiges passiert. Und jetzt würde ich, du machst ja auch noch regelmäßig Sendungen, wo es auch, ja, so einen ganz rationalen oder geopolitischen Rückblick gibt, ja. Der, sagen wir mal, Prophezeiung oder die Phönix-Hypothese jetzt nicht so berücksichtigt als mögliches Erklärmodell. Und da würde mich jetzt schon interessieren, vielleicht fängst du an, ja, was sind so deine Themen, die dich begleitet haben oder wo du gesagt hast, oh. Das Letzte, was ich immer noch super gut finde, irgendwie, auch einleitend, was mich begleitet und nachhaltig beschäftigt, ist, nein, nicht er hier, ich sag dir, ich und die Technik, auch nochmal ein extra Thema, ist der Herr Söder. Denn der Herr Söder hat sich vor kurzem ablichten lassen, ich werde es nachher nochmal reingeben, mit einem riesen Osterei, der kam ja so in Erscheinung vor einem Jahr oder sowas, da hat er einen Bayern-Film gedreht, wo die Hauptperson eigentlich er war. Er als Wanderer und er, immer, immer eigentlich er. Und jetzt hat er so ein Mega-Osterei gebaut mit seinem Konterfei drauf. Also es gibt, Ich glaube, das beschäftigt mich nachhaltig, beinahe hätte ich heute davon geträumt, ja. das ist Narzissen in Reinkultur, was wir da gesehen haben, ja. Man könnte es beinahe so auffassen, ja. Ja. Im Ernst, tatsächlich mich beschäftigt momentan sehr viel die RKI-Protokolle und das, was dadurch ausgelöst wird im Land. In mir ist eine gewisse Bitterkeit da, weil wir jetzt halt so, wir sind im 5. Jahr, wo wir öffentlich Sendungen machen, wo man alles verfolgt hat, die Kurven, die Maßnahmen, den Impfzwang, den ganzen Horror und die ganze Idiotie. Und dann würde man immer abgestempelt als Idiot und Blödsinnserzähler. Dabei waren die Blödsinnserzähler diejenigen, die gebührenfinanziert sind. Ja, die haben getrommelt. Jetzt kommt alles hoch. Und ich habe eigentlich immer gedacht, es könnte dann sein. Ich war ziemlich überzeugt, es kommt raus. Es könnte sein, wie eine Befreiung dann, wenn das passiert. Aber ich erlebe es jetzt also nicht so. Ja, ich erlebe es als eine zusätzliche Bitterkeit in mir.
Und jetzt gerade nochmal ganz an der Oberfläche zu beginnen, ja, und quasi alles nochmal zu durchleben, das zeigt so eine gewisse Sinnlosigkeit mir, oder es geht so langsam. Ja, das beschäftigt mich. Das ist tatsächlich das Thema, das mich einnimmt momentan. Ja. Darf ich da einhaken? Klar, hau rein. Du sagst Bitterkeit. Meine Reaktion ist eigentlich eine, nee, nicht Wut, aber ein gewisser Ärger. Also der Spaß begann, ich habe mich dann hineingefräst in die Fakten mit dem Ergebnis, dass ich wusste, ich habe Recht. Und das ist nicht einfach, weil wenn du sagst, ich habe Recht und alle anderen um dich herum sagen, eigentlich hast du nicht Recht, sondern wir haben Recht, dann ist das. Macht sich etwa klein oder du gehst in den Untergrund. Mich hat es eher bockig gestimmt und ich wusste, das kommt schon noch alles raus. Das war schon eindeutig. Nur haben mir wirklich die Beweise gefehlt. Das ist ja eigentlich, finde ich, ähnlich wie meinetwegen, ja, so zum Beispiel vielleicht auch wie eine Phönix-Hypothese oder Prophetie. Du kannst es nicht beweisen, weil die Zukunft ist nicht da. Und auf eine Art war das mit Corona ähnlich. Und gut, dann habe ich mich in meinen Wigwam gesetzt und gewartet und ich wusste, dass wird irgendwann aufhören und mich kriegt ihr nicht. Jetzt ist also klar mit den RKI-Files, dass ein General höchstwahrscheinlich das angeordnet hat. Es ging ja schon rum durch die alternative Presse. Und eine Wut ist es nicht so ganz, aber ich merke schon, aha, also irgendwie bin ich schon etwas sauer, obwohl ich eigentlich rational verstehe, dass es etwas war, was lange geplant wurde und so weiter. Und trotzdem, es wurde ja auch was mit mir gemacht. Es ist ja dieser Missbrauchsgeschmack, der einfach damit drinsteckt. Und ich kann schon nachvollziehen, so langsam, warum Menschen so wütend werden, dass sie gegen die ganzen Politpuppen dann schließlich vorgehen werden. Also in Form einer Lynchjustiz, wenn man die Prophetie hernimmt. Und ich denke, das wird noch stark zunehmen. Und was ich mich frage, ist, inwieweit wird das jetzt so gedreht, dass man sagen kann, okay, die Politiker, hier sind sie auf dem Tablett, bedient euch. Denn dass ein Paul Schreier anfängt und das herausklagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Erfinder ist. Aber der Mann hatte Erfolg und es wird dahin gehen in eine Form von Offenlegung der ganzen Sachen. Und es wird spannend, glaube ich, sein zu beobachten, wie aus der alternativen Medienblase es heraustransportiert wird in die, ja, in den Mainstream. Also auch wenn man sich die ganzen Sexskandale anschaut, Epstein und so weiter, es rutscht ja alles mehr und mehr in die normalen Medienlandschaften hinein. Und ich frage mich, ob das geschieht. Und wenn ja, würde das zum Gutteil begründen, warum die Menschen richtig sauer sind, sodass jene sich nicht halten können und vielleicht wirklich vorgehen. Lynchjustiz ist prophezeit. Ja, das ist so etwas, was mich da beschäftigt, wenn ich mich diesem Thema dann nochmal jetzt stelle. War es nicht Irrmeier, der gesagt hat, dass diese ganze Lumperei, ich glaube, so hat Ja, er ja, sich ja. ausgedrückt, Ach, ja. da gibt es so viele Zitate. Also Irrmeier ist natürlich das, wenn die ganze Lumperei aufkommt. Viel beeindruckender finde ich eben dann doch dasjenige von diesem Andreas Rill, der den französischen Seher, also der das aufgeschrieben Feldpost. hat, anno 1914 nach Hause, diese zwei Briefe, etwas hektisch, atemlos. Zu der Zeit kein Amt annehmen, es käme alles auf, ans Fensterkreuz hingenagelt, weil Sachen aufkämen, unmenschlich. Und dieses Unmenschliche ist für das große Fragezeichen, weil Mai, Sexskandale, gut, okay, ist unmenschlich, aber eher eine Sache der Gerichte, denke ich. Hingegen, wenn es die eigene Tochter ist, der eigene Freund, ich selbst, dann kippt da eine Angst und all das vielleicht echt um in Wut, eine echte Aggression. Bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das wirklich geschehen wird. Mal gucken. Das hat auch so etwas irgendwie von der kollektiven Pubertät, das Ganze. So als würden Ja. wir Weihnachtsmann, Osterhase die Geschichten nicht mehr glauben. Du fragst, was ist jetzt eigentlich so dieses letzte Thema? Ich tippe auf Kinder, ich tippe auf Pädophilie. Es ist ein reiner Tipp von mir, der tatsächlich auch so ein Entzauberungsding hat. Eine Konfrontation mit der Wirklichkeit. Da kommen wir ja schon wieder in tiefenpsychologische Themen automatisch rein, ja. Wir kommen sogar in religiöse Themen hinein, weil es geht um den Glauben an und für sich. Also weil die Menschen möchten glauben, sie möchten einem guten Führer folgen.
Als vor 80 Jahren gab es die Perversion davon, aber im Grunde genommen ist es doch immer noch so, dass man sagen kann, eieiei, na zum Glück haben wir den Scholz, der schickt dann keine Raketen rüber oder so. Oder gar der Söder. Obwohl eigentlich mag ihn keiner wirklich. Es mag ihn keiner wirklich. Er mag sich, das muss manchmal langen. Er mag sich, ja. Ja. Er hat ganz dicke Eier, eindeutig, ja. Gut, soweit. Also, wenn ich dazu auch noch ein paar Worte sagen kann, ich wurde natürlich damit, ich habe es natürlich mitbekommen, dass das durch die Medien ging und dass auch gerade durch meinen Freund Robby, der da bei Homeoffice das Thema hoch und runter hatte und wo sie dann noch über KI die Files ausgewertet haben, wie oft kam da was vor und so weiter. Da habe ich natürlich auch nachgefragt, ja, was ist denn der Outcome, der Best Outcome aus dieser ganzen Nummer. Ja, das, was letztendlich viele hoffen. Irgendwo ist da genau dieses persönlich Betroffene. Am Ende möchte doch jeder irgendwie denn doch recht haben, gerade wenn er gemerkt hat, dass ihm, ja, wie du es auch schon angedeutet hast, dass ihm einfach Unrecht erfahren oder dass jemand Unrecht erfahren ist, weil er da kompromittiert oder angesperrt wurde, da irgendwie hier Fake News zu verbreiten. Aber auf der anderen Seite muss man sich doch fragen, okay, das Persönliche, dass man da falsch behandelt wurde, in eine Ecke gestellt wurde, was soll denn aus der ganzen Nummer rauskommen? Ja, der Best Case, den sich Leute denken, ist, dass jetzt so eine Aufarbeitung stattfindet und dass man dann Kumbaya sich in die Hände fasst und sagt, okay, jetzt machen wir alles besser und jetzt kommen die an der Macht nur noch die da rein und unbescholten sind, das wird doch nicht passieren. Gerade wo die Seuche doch bei jedem, also die, sagen wir, Mainstream damit konfrontiert würden, wenn es denn überhaupt eine kritische Masse im Mainstream erreichen würde, die haben ja, sagen wir mal, schon das Zeug drinne. Ja, und logischerweise, wenn das weiter voranschreitet, dann ist es genau so, wie ich es halt in den Prophezeiungen eben auch sehe. Ja, dass die Leute dann zur Lynchjustiz greifen und dann haben wir wieder nur ein katalytisches Element, was die Kräfte, die im Hintergrund wirklich wirken, benutzen, um die nächste Phase einzuleiten. Ja, nach der Phönix-Hypothese, da habe ich auch in den möglichen Outcomes natürlich geschrieben, dass eben mir auch gut vorstellbar ist, dass das dahinterliegende System, ja, diese Politmarionetten und diese ganzen Entscheidungsträger irgendwann vorführen wird. So dass die eben auch sozusagen einem Lynchmob zum Opfer fallen, weil diese ausführenden Kräfte nicht gebraucht werden in der nächsten Phase. Ja, so, und das dritte Szenario wäre eben, dass der Gleichgültigkeit, dass das Kollektiv, obwohl sie damit eben auch im Mainstream konfrontiert werden, letztendlich auch nicht anders reagieren als damals bei Edward Snowden. Ja, als klar wurde, was viele sogenannte Verschwörungstheoretiker schon seit Jahrzehnten gepredigt haben, dass es eine weltweite Überwachung gibt. Und dann wurde es auf einmal sozusagen bewiesen, ja, von einem Insider. Und die Empörung oder der Aufschrei war dann doch minimal. Nur diesmal geht es natürlich an das Physische des Einzelnen. Naja, ich meine, auch wenn man sagt Lynchjustiz, es klingt ja so, als würden alle eine Lynchjustiz betreiben. Das muss ja nicht der Fall sein. Wir haben einige Aussagen von Sehern, die das irgendwie beschreiben. Also, das kann man ja noch weiterziehen mit, was weiß ich, dem brennenden Paris oder Vatikan und so weiter. Also, es gibt insgesamt halt Unruhe und die entlädt sich mehr oder auch weniger. Und auch ist klar, das ist jetzt nicht eine Lynchjustiz über Monate hinweg, sondern vielleicht 4 Wochen, 6 Wochen, sagt Irrmaier. Ein bisschen sagt auch was dazu der Mühlhirsel. Das heißt, es entlädt sich kurz, dann ist es auch vorbei. Ja, die Totalität ist es gar nicht vielleicht mal. Und was du gerade gesagt hast, Christian, deutet das ja auch an. Es gibt nicht das große Erwachen. Es sind dann wenige, die das irgendwie kapieren, ahnen, die vielleicht persönlich betroffen sind, weil das ist der eigentliche Faktor, die Wut. Bei Snowden, ich bin nicht wirklich persönlich betroffen davon. Schon, aber ich spüre es nicht so wie Corona und die ganzen repressiven Maßnahmen, die damit verbunden waren. Insofern, vielleicht ist es eher
punktuell und auch mehr eine Stimmung vielleicht. Interessant finde ich, wenn man sich so Talerwasserer und diese ganzen Leute anhört, ist, sie verdienen es nicht anders. Sie werden erschlagen, man macht einfach danach weiter. Das finde ich auch sehr interessant. Es ist so ungefähr wie ach, weg mit denen und es hat überhaupt gar keinen Wert, sich mit denen zu beschäftigen. Wenn es dahin geht, in diese Richtung, das ist dann die maximale Verachtung. Also ich habe schon noch die Hoffnung, dass das eine Aufarbeitung, wirklich eine radikale Aufarbeitung stattfindet. Also von der Wurzel weg. Aber das geht halt nur, wenn auch das Politsystem dreht. Also so wie wir es halt gesehen haben, wenn nach dem Weltkrieg dann entnazifiziert wurde, wenn ein anderer politischer Wind weht zum Beispiel, ja. Innerhalb des Systems, so wie es jetzt einige Politiker fordern, ja, wir arbeiten auf, damit wir es bei der nächsten Pandemie besser machen können. Der Lockdown war vielleicht ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu viel und das tun wir dann einnivellieren. Das ist ja das Gegenteil von Aufarbeitung. Das ist ja gedeckelt, ja, in der Naja. Geschmacksfarbe Aufarbeitung. Also da wird es nichts geben, ja. Und was ich auch sehe, ist halt, dass die eigentliche Seuche, mit der wir es zu tun haben, und das macht mir zu tun, macht mir zu schaffen, ist wie so eine Zombie-Apokalypse eigentlich. Und das ist tatsächlich diese Korruption. Diese Korruption, die überall drin ist. Man kann nicht mehr heute sagen, es waren die paar Politiker plus die Mitmacher und vom Institut drei, vier, sondern es durchwächst uns wie ein Schimmelpilz überall, ja. Wir hängen in großen Massen mit drin. Es waren ganze Ketten, die mitgemacht haben. Es waren Vereine, es waren Organisationen. Und das erschwert heute die Aufarbeitung. Deswegen ist die nicht möglich. Also die eigentliche Infektion war diese Korrumpiertheit, die uns jetzt durchzieht, ja. Ja, es waren ja auch genug, also eigentlich müsste jeder, der in den Medien, in den Massenmedien gearbeitet hat, ja, und in der Zeit nicht gesagt hat, die Reißleine gezogen hat, er gesagt, ich mache bei diesem Propaganda-Instrument hier nicht weiter mit oder ich mache bei dieser Partei nicht mehr mit, weil die nicht mehr meine freiheitlichen, demokratischen Werte vertritt. Ja, und all diese Leute hängen einfach mit drin, weil sie letztendlich irgendwo an ihrem Status quo, an ihrem Karriere, wie auch immer, da haben sie sich korruptieren lassen. Ja. Also das zeigt sich ja, also es ist einmal die institutionelle Korruption, RKI zum Beispiel, und die Infektion, die du beschrieben hast, ist ja dann die persönliche Korruption. Das heißt, jeder hat da irgendwo versagt, der dann da irgendwie mitgemacht hat. Das hat auch noch zu tun mit Schuld, mit Scham, mit Missbrauch. Und ich finde, wunderbar zeigt sich diese weit ausgreifende Korrumpiertheit an dieser Alena Buix. Es gibt auch diese Münchner Presseclub, war das, wo sie erzählt hat, aus den Tiefen des Internets, der Reitschuster und Tigris Einblick. Und ihr alle, wenn ihr das jetzt beschreibt, dann seid ihr auch mit drin. Die sagt es ja fast wörtlich. Ihr seid dann auch dran. Das ist ja ein mafiöses Konzept, was sie da eigentlich beschreibt, diese Frau Professor Doktor. Da hat sie mit ihren Armen rumgewedelt und man merkt eigentlich, die ist genauso unter Druck, dass da was rauskommt. Also Genau. da ist viel Druck im Kessel drin. Richtig. Und ich denke mal, was du gesagt hast, Christian, mit dem, dass die angeboten werden, weil man sie nicht mehr braucht, das wird dahingeschoben werden. Ich denke schon auch. Also aus zwei Gründen. Erstens, man braucht sie nicht mehr und zweitens, man muss die Massen schließlich auch, denen muss man was vorwerfen. Man muss einige zur Guillotine schleifen. Ja. Es wäre auch wieder logisch, die Revolution frisst ihre Kinder, ne? Denn mir ist vollkommen klar, das ist kein nationales, das ist ein globales Phänomen. Und wenn das passiert, was du sagst, Richard, Fensterkreuz, Hypothese, ja, dann sind diejenigen, die im Vornherein dafür vorgesehen waren, auch ans Fensterkreuz gekommen. Also es wäre die vollkommen falsche Lösung. Es wäre vollkommen falsch. Wir würden, oder das Volk würde Druck ablassen. Und genagelt werden diejenigen, die dafür vorgesehen waren. Und die Strippenzieher dahinter, die es global eingefädelt haben, planen den nächsten Coup. Genau, und das ist wie bei der Französischen Revolution. Da wurden alle auch hingehängt, wie sie alle heißen, Marat und Robespierre und so weiter.
So wird es sein. Und das ist vom, wenn du jetzt schematisch, mathematisch denkst, ist da eine Gleichheit alles oder nichts zur Ukraine drin. Die jetzigen Akteure wissen auch, es geht um alles oder nichts. Sie ziehen das Ding durch, sie halten das Narrativ aufrecht oder es wird schlimm für sie, potenziell schlimm für sie, ja. Das heißt, es ist die Logik der Eskalation. Ja, das sehen wir ja auch. Das sehen wir ganz deutlich. Also sowohl in Gesprächen, also was Ukraine zum Beispiel anbetrifft. Also Corona ist ein eigenes Ding, Ukraine ein eigenes. Über Corona kann man schlecht reden, weil es eine biochemische Frage ist und, und. Das ist schon ziemlich abstrakt. Ukraine ist konkret. Und es ist, finde ich, schon bemerkenswert, wie sehr Intellektuelle und auch normale Leute wirklich denken, Putin ist Hitler, Ukraine unterstützen, Waffen bringen den Frieden, oh Gott, die Russen landen bald hier wieder in Berlin. Also das Narrativ hält sich in der Bevölkerung. Das ist schon, und auch in den, da versagen eben auch da wieder die Intellektuellen, die eigentlich sagen müssten, wir brauchen Friedensgespräche, wir brauchen Gas und so weiter. Das alles gibt es ja gar nicht. Da wird mit einem Kaffee Latte gemütlich in den Dritten Weltkrieg hineinmarschiert oder man sitzt in seiner Bibliothek. Das ist krass. Also, wenn ich ganz kurz ausführen darf, ich habe mir das näher angeschaut mit diesem Professor Heinrich August Winkler, also ein Name, der ist ja eigentlich schon Programm. Jahrgang 38, Historiker, Experte für neuere deutsche Geschichte, Weimarer Republik und so weiter. Einer von dieser Sorte, die halt viel wissen und dicke Bücher schreiben. Und der hat ja einen Brandbrief als SPD-Mitglied geschrieben, dass Herr Olaf Scholz bitte eine eindeutige Solidarität zeigen solle gegenüber der Ukraine. Sprich zu Deutsch, man muss die Ukraine bewaffnen, damit Russland siegt, etc. Das Verlieren. heißt, Russland soll nicht gewinnen, sondern verlieren. ja, Entschuldigung, andersrum. Russland darf nicht verlieren, ja. Ukraine darf nicht verlieren. Ja, genau. Also es ist eigentlich, Gibt vier Varianten, glaube ich, jetzt dabei. es ist so hanebüchen, weil es eigentlich solche Standards sind, wo ein solcher Herr beweist, er beherrscht sie nicht. Das sind Standards der Geopolitik. Das ist, da geht's schon mal los. Mit der Geopolitik ist es nicht da. Es ist gemütlicher, transatlantischer, altbundesrepublikanisches Gedöns eigentlich, was sich da ausdrückt und Pfeilgrad daneben geht. Pfeilgrad. Und da ist dieser alte Herr ja nur ein Beispiel. Es geht ja weiter mit irgendwelchen Spiegeljournalisten und so weiter und so fort. Es ist überall die gleiche Soße, die angeboten wird. Und immer mit dem Ziel, wir eskalieren, damit wir uns gut fühlen. Wir sind gut Menschen, aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Wir sind eigentlich kleine Kinder oder alte Kinder. So kommt es mir vor. Man geht mit einem Kaffee Latte gemütlich in den Weltkrieg hinein, anstatt zu sagen, wir brauchen Frieden. Das ist absurd. Und das ist Deutschland Ja, momentan. das Theater ist, dass wenn wenn da für einen Moment der Scholz so tut, als wenn er da wirklich drüber nochmal nachdenkt, was er da tut oder was man als nächstes macht und ob der nächste Schritt nicht zu viel des Guten wäre. Wenn wirklich diese Inszenierung so nach außen, dann ist die Frage nur der Zeit, wann der nächste Kasper auf die Bühne geschoben wird, der das Ganze wieder relativiert. Ja, und nochmal mehr, welcher Kaspar das ist, mit welchen Auszeichnungen und Namen der versehen ist, damit der da irgendwie Glaubwürdigkeit oder Ansehen hat, das ist völlig egal. Ja, und ob das denn Journalisten sind oder ob das eben solche Professoren sind, völlig egal. Es ist letztendlich, ist das ein Spiel, so nach dem Motto, damit der Normalbürger immer noch denkt, ja, wir haben ja hier die Wahl und wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber eigentlich. Das ist das Entscheidende hinter den Kulissen, ist das Drehbuch meines Erachtens schon fix geschrieben. Ja, es ist nur noch Optics sozusagen, so nennt man das, dass es nach außen hin so ausschauen soll, als wenn hier noch eine offene Debatte geführt wird in irgendeine Richtung. Ja, aber dass die Eskalation und der Krieg letztendlich aus Sicht der Phönix-Hypothese ist, das schon, steht da schon lange fest in der obersten Regisseursebene. Ja, dass nur die Marionetten oder die Protagonisten auf der Bühne, die müssen da teilweise noch so ein, ja, so ein Pseudo-Spiel aufführen, als wenn nicht klar wäre, wie der Outcome aus der ganzen Nummer auszusehen hat. Ich glaube, dass dieser Herr Professor es echt meint. Er meint das, der ist völlig überzeugt davon. Aber er weiß dann nicht, dass er ein nützlicher Idiot ist.
Ja, aber spätestens die Massenmedien, die ihm, ob das jetzt eine Zeitung ist oder ob das Ja. die Massenmedien sind ja von der Spitze, also die werden geführt. Ja, und es ist klar, dass, wenn wenn dann in der Politik tatsächlich sowas wie ein freier Wille noch eine Rolle spielt, ja, oder dass da tatsächlich irgendwer zögert, am vorgesehenen Plan nicht vorwärts stramm weiterzumarschieren, dass da natürlich dann automatisch ja, Leute nachgeschickt werden aus anderen Positionen, die quasi, das ist so ein bisschen wie bei so einer Wasserrutsche, weißt du, wo irgend so ein dickeres Kind da so ein bisschen hängen geblieben ist, ja, und nicht weiterrutschen möchte, dann heißt es oben per Funk, ja, schick mal 3, 4 Kinder nach, also dass die da hinten reinrauschen und dass dann sozusagen die Verstopfung gelöst wird. Der Pflaumensturz. Ja. Wie auch immer, wundert mich gar nicht und wie man da eben neue Stimmen, ja, wie die Wahrnehmung in der Masse eben, ja, in der grauen Masse, in der dumpfen Masse, das wird eben durch die Massenmedien geprägt, durch Tagesschau und so weiter und so fort. Und wenn da tatsächlich ein Politiker, ob aus Kalkül oder einfach um Verzögern oder weil er tatsächlich eigene Gewissensbisse hat, dann greifen da so viele andere Druckmechanismen. Und die werden dann eben dosiert durch die Massenmedien. Und dann kann eben auch, selbst wenn wir vom Best-Case-Szenario oder von einem gewissen Idealbild, dass da tatsächlich der Scholz irgendwie abends mit seiner Frau auf der Couch saß und sagt, du, ich weiß nicht, wenn wir jetzt in die Richtung weiter eskalieren lassen, das könnte. Ja, sollte ich das wirklich so machen? Nee, du versuch mal ein bisschen zurückzurudern, und sagt sie, und er sagt, ja, und ich sage, so, okay, ja, wenn das tatsächlich aus ihm intrinsisch herausgekommen ist und nicht irgendein Händler gesagt hat, so, pass mal auf, du drückst jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube, damit wir weiterhin das Image eines jemand, der ja tatsächlich auch noch nachdenkt darüber, was er da tut und nicht nur aufgrund von ja, gewissen anderen rüberstehenden Marionettenspielern genau das macht, was er zu machen hat, weil er eh hochgradig sozusagen kompromittiert ist in dem Sinne, ja, diese ganzen Skandale. Ja, ich nehme an, wer die Beweise für Scholz seine Skandale hat, der kontrolliert ihn auch. Damit nicht der Eindruck passiert, dass er komplett kontrolliert und komplett blind in Untergang läuft, muss es da vielleicht auch so eine inszenierte Phase geben, wo er den Eindruck erweckt, als wenn er hier gerade nochmal drüber nachdenkt, doch nicht gleich mit der Keule um die nächste Ecke zu kommen, sondern dass er erstmal ein bisschen zurückrudert und dann werden dann vom Regisseur über die Massenmedien eben Katalysatoren eingefügt, die den Prozess der Eskalation dann doch wieder anfeuern. Das ist meine Wahrnehmung. Ja, das spricht da manches dafür. Also Also, es es gibt ist dann, komplett inszeniert, meines Erachtens. ja, es gibt ja jene, die eskalieren und jene, die die andere Rolle spielen. Und andererseits wird Scholz längst attackiert, zum Beispiel von diesem Professor. Oder. Naja, es ist so gesehen nur eine Frage der Zeit, bis wirklich diese Taurus-Dinger, wobei die fliegen doch, soweit ich weiß, gar nicht. Ist ja eine Firma, die als Marketingkonzept hat, dass der Ulrich Kiesewetter sie voranbringt, aber die sind noch gar nicht wirklich verkauft worden. 69 Stück nach Guinea oder so ähnlich. Naja. Also Storm Shadow ist eigentlich längst erprobt. Ich habe aus der ukrainischen Ecke habe ich gehört, dass diese ganze Verzögerungstaktik eigentlich daran liegt, dass die Dinger eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Was daran jetzt am Ende stimmt, ist auch völlig egal. Die Eskalation ist eh schon da und wenn der Scholz es jetzt nicht mit den Taurus eskalieren lässt, dann steht da schon Macron in der Ecke und der macht jetzt erstmal den nächsten Schritt und dann müssen. Ja, aber das ist ja letztendlich ein Thema gewesen, was dir auch aufgefallen ist. Genau. Ja. Stell das doch nochmal dar, Richard. Wir haben ja da in der Ukraine jetzt auch Entwicklungen, hast du gesagt, Frankreich betreffend, Macrons Entscheidungen betreffend, Ja, das ist die schon wir, die aktuell. ganz neu sind, die wir hier reinbringen wollten. Naja, also ganz frisch ist, dass nach Aussage des russischen Außenministeriums tatsächlich die Ukraine, warte mal, wo haben wir es hier?
Genau, Frankreich bereitet 1500 Soldaten für den Einsatz in der Ukraine vor. Mit der Besonderheit allerdings, dass wenn die angegriffen wird, werden es nichts zu tun habe mit dem NATO-Bündnisfall. Also sprich, dass wenn Macron da reingeht, ist es seine Sache. Wenn sie angegriffen werden, löst es keinen Bündnisfall aus, nichts dergleichen. Es ist eine eigene Sache von Macron und den Franzosen. Aber das heißt ja weiter, da ist ja umgekehrt die Frage, ab wann ist es wirklich so, dass die Russen sagen, jetzt reicht's? Das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Zumal doch du gesagt hast, Frank, du hast ja dieses schöne Interview geführt mit dem Ex-Major von der DDR, von der NVA, dass die Ukraine eigentlich noch eine Täuschung ist, weil die Russen haben Waffen, gegen die der Westen nichts ausrichten kann. Und spannend ist doch auch zu gucken, was ist denn eigentlich vom, wie sagt man da so schön, Mindset oder von den Überzeugungen her, was auf der russischen Seite, so dass diese dann schließlich rechtfertigen können, dass sie gar hier nach Europa reingehen. Also es braucht auch da ja einen ziemlich Ein Grund. Grund, noch mehr als ein Grund, eigentlich eine Mission. Es geht eigentlich auch wieder um den Glauben. So wie man Scholz gerne glaubt, dass er jetzt doch irgendwie abwiegelt, es wird alles gut oder Corona und Lauterbach oder. So brauchen die Russen das ja auch. Die müssen ja auch glauben, dass es gut ist, wenn sie da etwas tun. Da hineinzugehen ist ja auch ein Risiko. Da Ja. gibt es spannende Meldungen, wirklich. Also, da möchte ich gern was zu sagen, ja. Oh, da müsste man eigentlich lange reden. Ich versuche es kurz zu machen. Ich fasse momentan die Rochaden, die da in der Ukraine laufen, von Seiten der NATO. Dafür habe ich eigentlich so eine Geschichtsschablone. Das kenne ich als Zweiter Weltkriegsinteressierter, dass die USA wie auch England im Zweiten Weltkrieg ähnlich gehandelt haben. Sie waren formal, staatsrechtlich waren sie nicht Kriegsbeteiligte, waren es allerdings faktisch nicht nur über Waffenlieferungen, sondern auch über ihren Geleitschutz, pipapo. Müsste man jetzt länger erzählen. Das führt ja dann auch dazu, nicht weil jetzt Hitler oder das Dritte Reich irre war, dass man Amerika den Krieg erklärt hat. Genau das führte dazu. Es waren auch dauernde faktische Begebenheiten auf dem Atlantik, die U-Boot-Kapitäne vor sich sahen. Sie konnten die amerikanischen Zerstörer nicht angreifen, wurden durch diese angegriffen, dürften nicht zurückschießen. Es waren unhaltbare Zustände, die führten quasi zur Zahnlosigkeit der U-Boot-Waffe. Und irgendwann sagte man, man muss die Initiative da rückergreifen. Was ich sagen möchte, ich sage, man könnte da lange reden, ist, dass ich gucke in Mustern oder in Schablonen schaue ich auf die Dinge. Und wie wir heute die NATO-Länder, wie die changieren, erinnert mich daran. Man versucht formal staatsrechtlich außen vor zu bleiben und es ist so eine Mischung aus Traktieren, aus Reizen, aus Gänsefüßchenweise immer tiefer in den Konflikt gehen, den anderen malträtieren, in dem Fall Russland. Aber was mir wichtig ist dabei, was du sagst, Richard, ist, dass diese Definition letztendlich dann, ob eine rote Linie überschritten ist, bei Russland liegt. Also wenn jetzt unser Bundestagsausschuss oder wer auch immer betont, das Ganze ist jetzt noch verfassungsgemäß oder das Ganze ist völkerrechtlich jetzt immer noch nicht als Angriff zu werden oder so, dann lässt mich das zynisch lächeln. Denn letztendlich definieren hier die Russen dann die Spielregeln, ab wann die sagen, wir sind sowieso schon in unserem Fortbestand bedroht und letztendlich jetzt ist für uns diese Linie überschritten. Und da meine letzte Argumentation. Passe ich die Russen so auf, dass sie bisher, da werden sich manchen die Fußnägel rollen jetzt, staatsrechtlich bedacht sind. Ich interpretiere es so, dass die vorher nichts machen werden, bis vor der Geschichte und auch da eine Aufarbeitung nicht glasklar dargelegt werden kann. Wir hatten jetzt völkerrechtlich das Recht, mit Waffen zurückzuschlagen gegen NATO-Truppen. Ab Ja. wann ist, ab wann gilt das? Im Falle des Angriffs, wenn der nachgewiesen ist. Und in dem Fall, wo jetzt Franzosen zum Beispiel in der Ukraine kämpfen, hast du dieses Verteidigungsrecht gegen zumindest diese französischen Truppen. Und dann bist du Schritt für Schritt, gänsefüßchenweise in diesem Krieg drin. Wo kriegen sie ihren Nachschub her?
Von woher werden sie und so weiter, ja. Armeetaktisch strukturell versorgt und so weiter. Und dann ist schnell auch mal ein Nachschublager bei Bessancourt dran oder sowas, ja. Ja, dann hätten wir wirklich das. Also, weil ich habe deswegen gefragt, wenn das staatsrechtlich so gehandhabt wird, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht wirklich dieses prophezeite Attentat da greift, weil, naja, also es geht ja um dieses Attentat von dem Hochgestellten, von dem Irrmaier sprach und was drumherum noch andere andeuteten, sprich der Tod eines amerikanischen US-Präsidenten. Klar, denkt man sofort an Trump, wird ja wahrscheinlich wiedergewählt. Und das dann, da wäre es die Frage, würde man sofort sagen, ah, die Russen waren es, sie wären die Attentäter. Wenn das in den Raum gestellt wird, ist es zwar keine Kriegserklärung, aber wie soll ich sagen, es ist, da wird der Revolver auf den Tisch gelegt. Ja, genau, also False Flags, Falschdarstellung. Jetzt im Informationskriegsfeld, da ist der Westen ja weitaus führend. Wenn du dir anschaust, also russische Propaganda krankt oft wirklich zum Beispiel am Fehlen herunterbrechen von einfachen Erklärungen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Die ist dann zu komplex und sowas. Also da ist der Westen ganz weit vorne. Ganz, ganz weit vorne. Ja, mit sowas rechne ich eigentlich auch, weil in den nächsten Monaten, wir haben die US-Wahlen, du hast eben schon Trump angesprochen, vor der Brust. Und wir haben so Eskalationszuspitzungszeiten, die nächsten Wochen, Monaten vor uns. Da brauchst du nur eine Hand, kannst dir an fünf Fingern abzählen, ja. Und durch diese Beteiligung der NATO jetzt in der Ukraine kommen wir immer mehr in so ein Weltuntergangsmomentum herein, in so ein Augenöffner-Event, wo ja auch einige jetzt von unseren neuzeitlichen Propheten, ich denke jetzt an den Tol, der das vor 1,5 Jahren schon gesagt hat, es wird diesen Augenblick geben. Ja, diesen Schockeffekt für einen ja bislang Normaldenkenden, der denkt, die Welt geht unter. Da bleibt ja nicht so viel an Möglichkeiten, ne? Für so einen Generalschock dann, ja. Naja, da Also, wird ja. Christian. ja, also zwei Sachen. Erstmal, was ich auch nochmal klarstellen möchte, ich denke, die meisten sollten das auch wissen, aber auch meine Wahrnehmung ist von Anfang an diese sogenannte. Der Krieg Russlands in der Ukraine oder Spezialmission, wie immer sie das genannt haben. Ja, da haben dann viele immer sehr zynisch drauf, gerade aus den westlichen Massenmedien, sehr zynisch drauf reagiert, dass Russland ja gar nicht da vorwärts kommt und so weiter und dass sie unfähig sind und so weiter und so fort und schlechtes Material hätten. Aber tatsächlich ist eigentlich so, die Kunst des Krieges von diesem chinesischen General. So zu. Und so, ja. Eins der wichtigsten Regeln ist einfach, wenn du stark bist, dann versuch, dich möglichst schwach zu zeigen und so weiter. Und ich habe auch von diesen neuesten dritte oder vierte Generation Kampfjets habe ich da noch nichts gesehen. Auch diesen Armada-Panzer habe ich da noch nie auf dem Schlachtfeld gesehen. Also, ich glaube, die Russen haben ganz andere Potenziale, als sie da zeigen. Ich glaube, die testen da tatsächlich nur ab. Grundsätzlich will ich aber auch sagen, ohne da genaueres natürlich zu wissen, aus der Phönix-Hypothese heraus, ja, ist das alles ein Theater. Also aus meiner Wahrnehmung, ich gehe primär davon aus, wenn ich das Schauspiel auf der Bühne sehe, dann muss ich auch klar sagen, dann gebe ich dir absolut recht, ja, dass die Russen da tatsächlich irgendwie rationaler, fairer und so teilweise rechtfertigter agieren, als es der gesamte Westen macht. Ja, also wenn ich das Bühnenstück das für real nehme, dann müsste ich eigentlich für die Russen sein. Aber das sehe ich so nicht. Ich glaube, dass letztendlich offensichtlich nach Drehbuch, wie es die Prophezeiungen letztendlich irgendwo vorschlagen. Ja, soll ja letztendlich Russland wirklich dann sozusagen derjenige sein, der letztendlich den letzten großen aggressiven Zug macht. Ja, aber dieser Zug muss dann wirklich kommen mit einer Begründung, dass wir haben wirklich bis zum Schluss alles gemacht und wir waren immer rational und wir haben immer mit kühlem Kopf agiert, aber ab einem bestimmten Punkt ist Schluss. Ja, so. Und aber letztendlich ist es alles ein Bühnenstück. Ja, und letztendlich wird das wahrscheinlich auch genau getimed.
wann diese Eskalation kommen soll. Und wer da letztendlich innerhalb der Köpfe, die wir in Massenmedien oder selbst in alternativen Medien, wer darüber wirklich Bescheid weiß über das größere Spiel im Hintergrund und wer einfach nur im Rahmen seines Auftrags handelt, sein Vaterland zu schützen. Oder das geopolitisch, die bessere Position herauszuarbeiten. Das wissen wir halt einfach nicht. Es scheint mir sogar fast so, dass die meisten Marionetten, die wir auf der Bühne sehen. Und RKI ist ein gutes Beispiel. Ja, dass letztendlich derjenige, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat, ein General war, der nie irgendwo aufgetaucht ist. Ja, wo der seine Anweisungen, wo der die herbekommen hat von der WHO oder direkt von Bill Gates, Bill Melinda Stiftung oder von wo immer das herkam. Ja, sein Drehbuch, ja, was er letztendlich an seine Protagonisten rumgereicht hat. Ja, Fakt ist, wir haben dann immer nur einen Lauterbach im Fernsehen gesehen und einen Spahn, der es damals noch als Politiker durchgesetzt hat, als die großen Protagonisten. Aber jetzt mit den RKI-Files sehen wir, dass das der wahre Protagonist, und das ist noch nicht mal der wahre, das ist auch wieder nur einer, der letztendlich auch nur im mittleren Management oder sagen wir mal im deutschen Verteiler sozusagen an der Spitze saß. Ja, dass der nie irgendwo großartig populär war oder populär gemacht wurde oder überhaupt erkannt wurde als derjenige, der letztendlich das Relay, die Schlüsselposition inne hatte, der zumindest das deutsche Vorgehen sozusagen zentral gesteuert hat. Ja, und jetzt können wir nur darüber mutmaßen, da es eine militärische Operation war, wo hat der wirklich seine Informationen oder seine Anweisungen herbekommen? Und das Gleiche, das können wir extrapolieren und können das genauso auf die geopolitische Bühne. Ja, wir denken, okay, der Scholz macht jetzt hier eine Entscheidung oder der Verteidigungsminister macht hier eine Entscheidung oder wie auch immer. Das wird hier im Parlament und die Medien hypen diese oder jede Position. Aber wer ist denn wirklich derjenige, der, sagen wir mal, für die Lokalität Deutschland, ja, im Hintergrund sitzt und da der Hohepriester der Eskalation ist? Das wissen wir gar nicht. Wir sehen nur die Marionetten auf der Bühne und die sind, machen alle den Eindruck, als wenn sie entweder nicht den Verstand haben oder hochgradig Dreck am Stecken haben, mit dem man sie kontrollieren kann, dass sie eben genau so handeln, wie sie handeln sollen. Und sich darüber aufzuregen, ist für mich müßig. Ja. Weil selbst wenn es irgendwie möglich wäre, dass hier jeder Bundesbürger auf so eine Art Knopf drückt und den Eject-Button für den einen oder anderen Marionette drückt, der Ersatzmann, den hat das System, da stehen schon Leute Schlange, die genau diese Position übernehmen würden So sieht's und aus. letztendlich an der Position oder an dem Drehbuch nichts ändern würden. Also wir sind in dem Sinne, habe ich schon das Gefühl, dass das Kollektiv wirklich, es gibt den freien Willen, aber das Kollektiv scheint mir, also die große Masse ist gesteuert, zentral. Und die wirklichen Drahtzieher, auch die im mittleren Management sitzen, die sehen wir nicht. Und noch weniger sehen wir die wirklich an der Spitze stehen. Oder die Intelligenz, die im Hintergrund die Fäden zieht. Ganz kurz nur zum Zusammenfassen, sind es ja eigentlich vier Ebenen, die wir haben. Wir haben bei Corona einmal die Politiker, die wir sehen. Wir haben die Strippenzieher, Berater, auch wie diesen General auf der zweiten Ebene. Wir haben auf der dritten Ebene die Stiftungen. Gates, Gavi, Philanth, wie heißen die? Na egal. Es sind einige Stiftungen dann noch darüber. Und dann wäre es noch eine vierte Ebene. Die würden wir dann überhaupt nicht sehen. Ich würde nicht ausschließen, dass es da noch dass da noch mehr Ebenen darüber sind. Darüber wird es halt unscharf. Ja, da können wir Nachrichtendienste mit reinziehen, da können wir aber auch Geheimgesellschaften mit reinziehen. Ja, genau. Ja. Und wenn wir jetzt in die spirituelle Ebene Genau, reingehen, habe ich eh genau. das Gefühl, dass die Intelligenz, die darüber steht, sowieso außerhalb der vierdimensionalen Raumzeit Genau. steht. Ja. Und Tatsächlich. Ja, da bin ich auch da. Also ich betrachte dann Richard Gates, Gavi, was du die Stiftung betrachtest, als Erfüllungsgehilfen der Ja. globalen Strippenzieher im Hintergrund.
Ob es jetzt dann trilaterale Kommission, 300er sind, sonst was. Und die wiederum als Erfüllungsgehilfen in unsere Dimension hier rein aus einer spirituellen, aus einer feinstofflicheren Ebene heraus, ja. Aber das sind nur meine Weltbilder. Also ich könnte das jetzt auch nicht belegen, ja. Aber so in etwa sehe ich das, ja. Ja. Ja, es ist, was ein bisschen dafür spricht, es ist kein Beweis oder so, aber es ist ein Indiz. Und zwar, es ist der Prozess vom Sichtbaren ins Nichtsichtbare. Also in Lauterbach sieht man, den General von den RKI-Files sieht man schon fast gar nicht mehr, Wahnsinn, nur gell? Ja, so früh zufällig. schon, so früh. Ja, und Stiftungen sieht man, wenn man sehr gut recherchieren kann, wie der Thomas Röper, dank Geheimdienstsoftware und diesem Buch Corona Insight. Darüber hinaus kann man fast gar nichts mehr sehen. Höchstens durch Whistleblower. Naja, du siehst dann halt die Anwesenheiten, du hast Gerüchte, du hast Whistleblower und bist aber dann sehr weit im Investigativen drin. Also neuerdings würde man sagen, in der Verschwörung immer. Ne? Eine Frage an euch, wenn ich so jetzt zurückgucke über die 5 Jahre, über die letzten 5 Jahre, dann ist mir jetzt aufgegangen, wie wahnsinnig brutal jetzt erstmal diese Pandemie mit allen Zielen, die auch für die neue Weltordnung verbunden war, Bargeldlosigkeit, Abstand, KI, die überall Einzug halten soll, Entmenschlichung, ja, Isolation, Masken tragen, Gesichtserkennung und so weiter. Das kam ja alles massiv im Zuge der Pandemie, mit dem trojanischen Pferd Pandemie. Wenn ich heute rückblicke, und da hätte ich gern einfach eure Meinung zu, dann meine ich zu erkennen, dass unglaublich viel an Dynamik und Initiative, ich rede extra jetzt so ein Militärdeutsch ein bisschen rein, verlustigt gegangen ist auf diesem Weg. Dass auch die Ziele des WEF, die formuliert worden sind, das kleine Zeitfenster der Pandemie, um unsere Zukunft jetzt neu aufzusatteln und so, dass mir das weitgehend ungenutzt vorkommt, dass mir mittlerweile das Ganze wie ein Fehlschlag schon vorkommt im Sinne der Planung und Kräfte. Ich sage nicht, dass das Vorhaben ist gescheitert. Ich sage aber, ich behaupte analytisch, die Planung, wie sie vorgesehen war, 2020, die ist gescheitert. Frage, dann wäre eine Gegenkraft auf der Bühne, die das WEF bzw. die Kräfte, über die wir jetzt reden, gehindert hätte. Bis hierhin rede ich jetzt nur, weil seht ihr das auch so? Ich zu Christian, anfangen? Christian, ja. Also, das WEF. Das WEF ist zwar nicht so unbedingt offensichtlich, es ist mittlerweile sogar offensichtlich für den Mainstream. Und für damals Leute, die sich mit, also da zähle ich mich dazu, ja, die kurz nach der Pandemie gefragt haben, okay, warte mal, was geht hier ab? Hier läuft auf jeden Fall ein neuer großer Schritt in eine neue Weltordnung, wie auch immer. Da drängte sich ja das WEF gerade so zu in der Mitte. Jeder Alternativdenkende oder etwas Weiterdenkende oder jemand, der eh schon verstanden hat, dass Nichtregierungsorganisationen im Hintergrund ganz massiv ihre eigene Agenda haben, die sie in die Politik reindrücken, ja, Bilderberge und was weiß ich nicht. Die mussten feststellen, okay, offensichtlich der Top-Dog unter dem mittleren Management ist das WEF. Und du konntest ja als Alternativdenkender gar nicht weggucken und gar nicht anders als zu mutmaßen, dass die letztendlich mit ihrem Plan, ja, ihres Great Resets, dass sich alles um das dreht, dass es hier um eine wirtschaftliche Neuausrichtung geht, dass es hier um irgendwie eine zukünftige Welt, die so ein bisschen sich an China orientiert, an einigen, wenn es jetzt darum geht, jetzt immer so eine Komplettüberwachung und Social Score und dann eben dieses ganze Transhumanistische, was da eben beim WEF alles, ja, aber das war so offensichtlich wie die große Torte, die in der Mitte gestellt wurde und jeder darf daran mal schlemmen und seine Mutmaßungen darin machen, ja, was denn im Kern dieser Torte noch vorhanden ist. Ja, das ist so ein bisschen so wie so eine
Die haben ihre Rolle gespielt, bin ich mir ganz sicher. Und wenn heute die Alternativen sagen, ja, aber die wollten ja schon viel, viel weiter sein mit ihrem Great Reset und das hat ja alles an der Stelle, was guck mal, die World Economic Forum wollte das durchsetzen und hat es noch nicht geschafft und jenes. Das ist für mich so eine Art Nebenbeschäftigungstherapie und das ist auf die auch alle aufspringen sollten, die alternativ denken, weil es so im Zentrum mich stellt ist und selbst die ganz normalen Leute, die Tagesschau gucken, die haben schon von WEF gehört und wissen, dass da in Davos sich mächtige Leute kümmern, die wahrscheinlich eben auch die Pandemie nutzen wollen oder sich da aufpassen und da eben auch eine Vision von einer neuen Welt haben, in der, ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt, so nach dem Motto. Aber für mich ist das eine gigantische Ablenkung. Ich sage nicht, dass gewisse Pläne, die dort kommuniziert wurden, nicht auch wesentlich im Hintergrund mitschwingen. Und nach wie vor ein Thema sind. Ja, aber letztendlich worum es wirklich geht, ja, nämlich diese kosmische Transformation. Und der physische große Reset. Das ist meines Erachtens, das ganze WEF-Narrativ ist ein großes Ablenkungsmanöver. Ja, meines Erachtens. Und das ist nicht, wie gesagt, das sind immer noch, nehmen wir wieder das Beispiel vom RKI, Fädenzieher im Hintergrund, im General. Ja, der ist, ja, wenn ich die Files, wir wissen, der ist es jetzt, dass der im Hintergrund zentral die Fäden gezogen hat. Aber wir wissen auch, dass der nicht die letzte Stelle ist, sondern dass der auch nur einer in einer langen Reihe ist. Und wie lange es uns gebraucht hat, 4 Jahre oder 3 Jahre, es hat vorher keiner rausbekommen. Keiner hat da. Bei mir ist jetzt. Frank ist ausgefallen. Wir reden weiter. Ja. Ja, ich hoffe, dass er noch hört. Ja, also wie lange es uns gebraucht hat, überhaupt keiner von den alternativen Medien hat rausgefunden, vor diesen Files, wer da im Hintergrund die Fäden zieht. Und bei WEF mit Klaus Schwab, das ist so alles so offiziell auf der Bühne, alles so zu sehen, das ist schwer vorstellbar, dass das wirklich, ich glaube, dass wenn es schon so offensichtlich zu sehen ist, dann soll es auch gesehen werden und dann sollen sich die Leute darüber auch den Kopf zerbrechen und ihre Ängste und ihre Wünsche da rein projizieren. Aber es ist nicht das ist nicht die Spitze des Eisbergs, oder? Also von meiner Seite, also ich knüpfe mal an hier mit dem WEF und dem Great Reset. Also die Frage, ob es ein Fehlschlag ist, tatsächlich ab 2020, ich erinnere mich an Gerd Wischnewski, der meinte, ja, wir haben den WEF unterschätzt, dachten zuvor immer, es ist ein Club von alten Opas. Und jetzt wissen wir, aha, da ist sehr viel mehr dahinter. Also vielleicht kann man ja sagen, dass das World Economical Forum eine Marketingabteilung ist, mit einem Konzept genannt Great Reset. Es gibt eine Doku von Markus Vetter mit dem Titel Rettet Davos die Welt. Also sprich, da wird etwas inszeniert, damit die Menschen mitgehen, damit auch, das muss ja auch ein Ziel sein, damit man möglichst mit wenig Widerständen am richtigen Ort sein Konzept voranbringen kann, seine Ziele durchsetzen kann. Das wäre jetzt hier in dem Fall, war es ja die Präsentation einer neuen, guten Ordnung und Sicherheitsarchitektur. Tatsächlich, wie dieser Filmtitel, diese sehr nette, harmlose Doku über den WEF von Klaus Schwab, nämlich Rettet Davos die Welt. Ja, sie rettet die Welt angeblich. Ansonsten muss man ja sehen, es gibt ja tatsächlich diese ganzen Gegenbewegungen, zum Beispiel ja mit dem globalen Süden und den BRICS und Russland, China und jetzt hat der Niger die Amis rausgeschmissen und so weiter. Das ist schon ja auch da. Ich frage mich dann halt nur, inwiefern haben wir es wirklich zu tun mit einem freien Willen? Inwiefern ist das gar eingeplant? Im Sinne wie, naja, es gibt Bremsspuren. Und das nächste ist auch, eine Krise ist gewollt, siehe Rockefeller-Zitat, wir brauchen die eine große Krise. Okay, war 2020 der Fall. Ja, schaut jetzt nicht ganz so gut aus mit der großen Krise, aber das Ziel ist das gleiche, die neue Weltordnung. Es gibt auch jetzt diesen Artikel,
von dem emeritierten Historiker Mark Brennan von der Johns Hopkins University, wo er dem Wertewesten dermaßen zuspricht, was für ein substanzloser Haufen das eigentlich ist, und alle sich abwenden. Und das ist kein niemand. Nun gut, das Ziel bleibt das gleiche. Und auch astrologisch, Pluto im Wassermann, es ist der Umsturz der Systeme, ob es die falsch laufende Ehe ist oder ob es Staaten sind. Aber vor allem, und das finde ich interessant, ist der Fixpunkt, also von der Phönix-Hypothese ausgehend hin zur Prophetie, ist, wir haben einen großen Krieg, gefolgt kurz danach, spannenderweise, von einem Kometen, einer großen Finsternis und dem Kataklysmus. Das ist der Fixpunkt. Und alles andere davor sind irgendwelche Suchbewegungen oder Versuche auch. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch nicht bei solchen Eliten, selbst wenn sie das Drehbuch kennen, dass sie damit aber jeden Schritt kennen. Ein Drehbuch oder ein Theaterstück, da steht ein Text und die Schauspieler auf der Bühne müssen ihn interpretieren. Sie sagen zwar alle das Gleiche, aber der eine sagt es so, der andere sagt es so. Die Inszenierung mag auch ein bisschen anders sein. Das ist ein Drehbuch, ist ein Skript. Da gibt es also schon Sio Scholz, ja, und sein Zu- oder Absage von Taurus. Das Ziel bleibt aber das Gleiche und das Ziel scheint so zu sein, das kennen wir ja schon. Krieg, Komet und dann geht es irgendwie danach dann auch weiter. Und das spricht doch sehr dafür, dass letzten Endes insgesamt es doch eine Inszenierung ist. Ich möchte auch an der Stelle noch mal ganz deutlich erinnern an ja, die anglosächsische Mission, die 2010 offenbart wurde von einem Insider, die 2005 bereits besprochen war. Der Insider hat da 5 Jahre lang das Wissen um den Inhalt dieser Diskussion, von der er auch nur an einer Veranstaltung teilgenommen hat. Ja. So, und damals, 2005, wurde eben schon, wenn wir jetzt im Vorfeld schon darüber gesprochen haben, über die verschiedenen Ebenen, ja, dann würde ich sagen, das ist genau da diese Geheimgesellschaften. Ja, Geheimdienste, Geheimgesellschaften, das fand ja auch in einem freimaurerischen Kontext statt, ja, in einem Tempel, um da die absolute Abhörsicherheit zu wahren und so weiter. Und die Gruppierung um die anglosächsische Mission hat damals 2005 darüber besprochen, eine Pandemie in China starten zu lassen, die erste von damals noch angeplanten mehreren, den Nahen Osten in Brand zu setzen und letztendlich den Dritten Weltkrieg zu starten, ja, zwischen Russland, China und der NATO. Und auf die Frage, warum das Ganze? Da ging es nicht darum, weil wir den Great Reset machen wollen oder eine neue Weltordnung oder sondern auf die Frage, warum, hieß es, nein, das ist alles Teil der Vorbereitung auf dieses kataklysmische Event. So, und die anglosächsische Mission, wie gesagt, meine persönliche Geschichte, wie die zu mir kam, wie der Insider beziehungsweise derjenige, der den Insider interviewt hat, damals zu mir kam, das saß so tief. Und ich halte es tatsächlich und auch die Umstände, wie das Material dann im Nachhinein auch gelöscht, immer wieder gelöscht wurde und der sozusagen den Leak nach vorne gepusht hat, dann auch aus den alternativen Medien rausgedrängt wurde. Das, ja, also das zeigt mir zumindest, dass es eine Ebene gibt, eine sehr hohe Ebene, jenseits der Ebene, wo der General vom RKI zu finden ist, ja, die letztendlich mit den Zielen des World Economic Forum wenig am Hut hat. Bis gar nicht. Ja, sondern für die war das ganze Theater oder das ganze Theater, was jetzt stattfindet, nach der Verlautbarung von damals, gilt nur, weil sie wissen, dass es einen natürlichen Reset hier gibt. Und wie man den Reset hinterher wieder neu aufbaut, da spielen natürlich Dinge wie Transhumanismus und das System Chinas und so weiter. Da spielt das natürlich alles wieder eine Rolle, wenn man denn den Restart machen möchte. Aber das sind alles untergeordnete Themen, die nicht die absolute Relevanz haben, die ja jetzt schon mal angespoilert und angeschoben werden, wo man schon mal testen kann, wie die Menschen darauf reagieren. Das spielt alles eine Rolle. Aber das ist nicht der wahre Beweggrund, warum das größere System im Hintergrund genau diese Bewegung macht. Zumindest nicht nach Verlautbarung des anglosächsischen Whistleblowers. Und
Und die Prophetie, ja, als ich es erstmal mit der Prophetie mich beschäftigt habe, da ist mir sofort ins Auge gefallen oder habe ich mich sofort gewundert, okay, wenn es wirklich zu so einer Aneinanderreihung von so vielen Missverständnissen kommt, dass es tatsächlich hier nochmal zu einem dritten Weltkrieg, dass die maximale Eskalation hier stattfindet, die eigentlich normalerweise zwangsläufig in Atomkrieg endet, was sozusagen das wahre Untergang der Menschheit bedeuten würde. Zumindest so, wie ich Atomwaffen, zumindest so, wie sie dargestellt werden. Dann war es doch höchst verwunderlich, dass bevor es zu dieser Eskalation kommt, also noch in einer konventionellen Phase, ja, wo der Krieg noch konventionell mit Panzern und Raketen und Drohnen, ja, dass dann auf einmal kosmische Ereignisse reinkicken. Das hielt ich schon damals nicht, da hatte mir damals schon mein Gefühl gesagt, das ist aber, könnte es sein, dass das aufeinander synchronisiert wurde. Ja, ich fand es auch merkwürdig. Und der anglosächsische Whistleblower, der war zum ersten Mal derjenige, der eine Antwort gegeben hat. Auch eine Antwort, was das Kalkül dahinter ist. Wie Darf auch ich? immer, ja. Mir kommt gerade ein völlig neuer Gedanke. Also, und zwar folgende. Wir haben das Attentat, das klar prophezeite Attentat, mehr oder weniger leider nur vom Irrmacher vorhergesagt. Ein US-Präsident würde sterben, ein Hochgestellter und so weiter. Was haltet ihr von folgendem Gedanken? Donald Trump ist kein Mitglied von solchen Gesellschaften. Das zum Beispiel hat Newt Gingrich bei der ersten Wahl, wann war das denn dann, 2015 im Herbst gesagt, he's not part of the secret societies, he's an outsider. Das kann man noch durch andere Sachen feststellen und so weiter. Also er ist eigentlich ein Spielverderber. Er ist ein Spielverderber. Und wenn er dann behauptet, ich mache in 24 Stunden den Frieden, ich gebe da nichts mehr rein in die NATO, er ist der klassische Innenpolitiker, ein Isolationist. Insofern würde es doch Sinn machen, dass dann tatsächlich er dann auch eigentlich deswegen getötet werden würde. Deswegen. Sodass das Spiel eben auch in die richtige Richtung weitergelenkt wird. Also spätestens bei seinen, dass er auch bis heute bei seinen Warp Speed war ja auch eine Militäroperation. Ähnlich wie auch in Deutschland RKI, das offensichtlich am Ende das Militär das Sagen hat. Und das ganze Warp Speed Nummer war genau so ein, so, und da ist er auch bis heute nicht zurückgetreten, dass das irgendwie eine blöde Idee war. So, er mag kein, nee, der ist definitiv nicht mittleres Management, definitiv nicht. Der ist useful idiot. Ja, so. Und dass man den, ja, dass man den am Ende sogar benutzt, sagen wir mal, in Form eines Attentats, das würde ich nicht ausschließen, ja, dass man ihn als Vorwand benutzt, um die letztendliche finalen Funken ins Pulverfass zu geben. Das will ich nicht ausschließen. Aber dass der irgendeine Gefahr fürs System wäre, dass, so wie es in den Q-Kreisen oder was weiß ich, in vielen, die noch viel Opium konsumieren, ja, also das kann ich definitiv ausschließen, dass der irgendeine Macht hat. Er hat genau die Macht, die ihm eingeräumt wird. Und genauso, es ist einfach für mich aus meiner, ich kann das gar nicht so einfach beschreiben, aber wäre ich das System, das, sagen wir mal, wär ich schon damals, 2005 oder 2010, Teil der anglosächsischen Mission gewesen, ja, in der Planung, wie gehen wir global mit diesen Sachen um, da hätte ich sofort darauf hingewiesen, okay, spätestens seit 9/11 und seit dem und dem und dem und dem ist die Anzahl der kritisch denkenden Menschen immer weiter vorangeschritten. So. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie so einen falschen Hasen hinschmeißen, dem sie hinterherlaufen. Nicht nur was die Gegenbewegung und was die tatsächlichen Absichten angeht. Die tatsächlichen Absichten, da stellen wir ihn sofort populär Klaus Schwab und sein World Economic Forum hin. Da müssen wir natürlich in ihre Agenda müssen wir ein paar Sachen reinpacken,
worüber die Verschwörungstheoretiker sowieso schon immer fabulieren. Ja, Transhumanismus, eine Weltordnung, ihr werdet nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein und irgendwie so eine Orwellsche Staat errichten. Das packen wir da alles rein, aber das ist irgend so ein falscher Hase, in dem die Massen der Alternativdenkenden immer schön hinterherrennen. So, und dann brauchen wir natürlich auch irgend so eine falschen Messias-Figuren. Ja, die, wenn Leute merken, irgendwie läuft das hier gar nicht mehr nach meinen Grundvorstellungen, dann brauchen wir hier eine Figur, in dem wir irgendwie unsere Hoffnung reinprojizieren können. Und da können wir auch mehrere Farbrichtungen oder Geschmacksrichtungen anbieten. Ja, aber das müssen alles Figuren sein, die wir kontrollieren. Ja. Ja, aber ich will mal reingehen. Die Frage ist ja wirklich, was stellst du ins Zentrum deiner Überlegung? Bei dir ist es natürlich folgerichtig die Phönix-Hypothese. Wir stimmen ein überein. Als rote Linie, und das kann ich auch als Basis nehmen, nimmt andauernd das Bewusstsein zu, nimmt die Erkenntnis zu. Es geht der Aufwachprozess stetig immer nur in eine Richtung. Ich habe heute in der Sprachnachricht auch gesagt, als kleines Beispiel, kein Nicht-Geimpfter bereut seine Entscheidung, aber sehr viele Geimpfte bereuen sie bitter. Und auch da wird wieder ein Lagerwechsel stattfinden. Also die Basislinie, ich könnte jetzt als Grundsatzhypothese, zentralisierte, auch sagen, was hier läuft, ist ein hintergründiger Bewusstwerdungsprozess. Sind wir wieder bei der Pubertätshypothese ganz vom Anfang. Dass alles, was hier gespielt wird, letztendlich der Bewusstwerdung, dem Erwachsenenwerden, der Transformation dient. Und jetzt kann ich ist nur eine Hypothese, ich hänge jetzt auch nicht unbedingt an ihr dran, muss ich nicht. Muss ja auch nicht verteidigen, aber man kann auch der alles unterordnen. Und das ist eine reine Perspektive und Glaubenssache, ja. Und dann könntest du sagen, und weil das Bewusstsein zunimmt, deshalb gibt es mehr Druck, deshalb gibt es mehr Verwerfung, deshalb haben wir jetzt die Zustände, deshalb müssen wir den Leuten sogar bis zum Weltkrieg Angst machen. Ja, das wäre eine Sache. Was dann noch etwas, ich habe ein bisschen was gesammelt, zu dir, Richard. Ich glaube, der Trump ist kein wirklicher Spielverderber, da bin ich mit dem Christian jetzt wieder einer Meinung, sondern er hat die Rolle eines Spielverderbers, ja. Er spielt die Rolle. Und ich denke auch konträre Spielfiguren spielen dem Spielziel zu, sind so aufgesetzt, dass sie nachher das Spielziel ergänzen. Oder der Trump gilt in israelischen Magazinen habe ich gesehen, als der israelfreundlichste Präsident. Es gibt Fotos mit ihm an der Klagemauer, wie auch von Putin, ja, der auch den dritten Tempel gefordert hat, zusammen mit dem Trump auch. Also es wär ein eigenes Ding nochmal. Also Naja. ich bin da, habe da keine Hoffnung, dass wir es da mit realen Gegenspielern zu tun haben oder so. Und was mich auch in Christians Richtung so ein Stück weit bringt, dass letztendlich alles schon geplant ist und einem Ding zuläuft mit unterschiedlichen, wie auf einer Bühne. Eigentlich müssten wir uns mal damit beschäftigen, wie werden Geschichten erzählt, wie geht eine Heldenreise, wie geht eine tolle Bühnendarstellung, was macht einen Spielfilm interessant. Denn diese Verquickung von Hollywood und realen Geschehen, da wollten wir auch nochmal drauf kommen, die haben wir ja sehr oft schon gesehen, dass das uns auch so vorgeführt wird. Ja, auf Ja, der Sehbarkeit, vor der Sehbarkeitsschwelle, ne? Joseph Campbell, die Story. Auch so. Auch. Und Und wir haben, was ja. mich, gib mir noch mal 2 Minuten, Ja. was mich letztendlich ganz stark in Christians Richtung bringt, ist eine Beobachtung, die ich jetzt vor 1, 2 Wochen erst gemacht habe. Die will ich auch noch mal sauber niederschreiben. Und zwar kennen wir alle die Rede von dem Herrn Friedman. 2012, 2014, da Council on, hast du nicht Februar gesehen. 2015, Chicago Council on So, Foreign Affairs. genau. Ich habe die auch jetzt schon x-mal auseinandergenommen, diese Rede und so weiter. Was ein Fazit von dieser Rede ist, ist nach Friedman der Cordon sanitaire. Also grenzt Russland von Europa ab. Dahinter, so sagt er, ich kürze jetzt stark ab, können sie machen, was sie wollen. Und jetzt, nach 10 Jahren Ukraine-Krieg, meldet sich ein Herr Dugin zu Wort in Russland, als, sagen wir mal, konträrer Ideologe und Gegenspieler.
und haut mal für die russischen Patrioten einen raus und sagt, also fürs vollkommen andere Lager, und sagt, wir sollten uns komplett vom Westen abtrennen und mit denen gar nichts mehr zu tun haben, passend zur NATO-Strategie, passend zu diesem Gürtel, der seit Vilnius beschlossen ist, passend, ich könnte jetzt ewig reden, zu dem Herrn Trump, der sagt, ey, wir ziehen uns zurück, ihr investiert 2% von eurem BIP in Truppen rein, passt alles zusammen. Und dann hast du das absurde Ergebnis, ich bin fertig jetzt, dass nach 10 Jahren Friedmansrede konträr der Dugin der gleichen Meinung ist und nach 10 Jahren Krieg, meine ich, alles auf das gleiche Ziel hinausläuft, aber unterschiedlich diskutiert und dargestellt wurde. Das musst du mir mal Argumentiert, ja. reinziehen. Ja, scheint eine zentrale Agenda oder ein Drehbuch zu geben, ja. Und wie die eine Seite das vor ihren Bürgern verkauft, die andere Seite, ja. Und das ist ja das Schöne. Vielleicht kommen wir jetzt zu so ein paar Themen, die mich natürlich auch bewegt haben, war jetzt zum Beispiel dieser Terrorangriff der ISIS auf dieses Konzert. So, und das ist ja wieder so wunderbar, da passiert etwas. Und es ist offensichtlich, dass diese Islamisten, das waren keine Hardcore-Gläubigen, die da bis zum letzten Schuss da noch sich selbst in die Luft sprengen. Nein, nein, die sind geflüchtet. Ja, also stellte sich dann raus, dass die letztendlich auch das Ganze für Geld gemacht haben. So, und die sind in Richtung Ukraine geflüchtet. Deswegen ist es so leicht für Putin in dieser Situation zu sagen, hey, okay, wer hat denn die ISIS, wer hat sie sich denn da eben schon mit denen hervorgetan? Das war der Westen. Schon damals, als das in Syrien alles losging. Ja, da war ja die ISIS auch der Grund, warum die NATO oder zumindest Teile der NATO in Syrien damit sich involviert haben in ein souveränes Land. Und ja, der kann das wunderbar argumentieren, dass das offensichtlich vermutlich vom Westen oder von der Ukraine alles gestemmt wurde. So, und dass er da angegriffen wurde, eigentlich von der Ukraine. Er kann das recht gut argumentieren und ich kann ihn nicht mal widersprechen. Auf der anderen Seite kann der Westen jetzt wieder argumentieren, ja, wir wurden ja auch angegriffen schon von ISIS und wer weiß, ob da nicht in Zukunft hier nach Eggert, ja, nicht auch irgendwas in Berlin passiert oder in New York. Ja, also, und dann ist das westliche Narrativ wieder gesetzt. Ja, der Putin spinnt rum, der versucht es nur irgendwie den Ukrainern eine Schuld zu schieben. Aber eigentlich haben wir es hier noch mit einem ganz anderen Spieler zu tun. Ja, der auch uns bedroht. Ja, warum wir jetzt wieder vielleicht anfangen müssen, irgendwie die Leute noch mehr mit irgendwelchen Terrorgesetzen zu drangsalieren. Was immer da auf der Bühne auftaucht, es lässt sich wunderbar für die verschiedenen Gruppierungen in die eine Ja, oder andere Richtung argumentieren. wird auch so Und gemacht, ja. was dieser Terrorangriff am Ende war, war einfach nur ein weiterer Katalysator, die eh schon zerrütteten Verhältnisse, ja, noch besser zu argumentieren und dass die Leute eben auch noch mehr nachvollziehen können, warum, je nachdem, auf welcher Seite sie eben stehen, warum es mit der anderen Seite nicht mehr geht. Ja, und ja, weil du das Thema auch schon angesprochen hast, der dritte Tempel, ja, das ist auch etwas, wo ich natürlich einen Fokus drauf lege. Ja, weil eben diese ganze religiöse Kiste natürlich auch in den ganzen Plot mit reinspielt. Ja, und da ist es jetzt ja tatsächlich so, wir wissen, dass die roten Kühe, die wurden ja aus Texas nicht nur genetisch dort gezüchtet und schon rüber geschafft, die werden jetzt über Passover. Das genaue Datum ist mir jetzt auch nicht geläufig, aber jetzt in dieser Zeit werden die verbrannt und zu Asche und damit werden ja die Priester dann, ich glaube, gereinigt, glaube ich, damit die dann den dritten Tempel da in Betrieb nehmen können. Jetzt mal ganz salopp runtergebrochen. Ja, und das passiert jetzt. Und wenn man sich fragt, und da nehme ich alle großen Religionen letztendlich und Extremisten und Endzeitsekten letztendlich auf dieses Zeichen warten, wenn man sich jetzt gefragt hat, warum jetzt zum Beispiel der Iran bisher doch auf die ganzen Provokationen von Israel da noch so sachte reagiert hat. Jetzt ist das Zeichen da.
für alle. Das halte ich für signifikanten Marker, dass eben auch der Nahe Osten jetzt in die nächste Phase gehen kann, zeitnah. Das ist für mich definitiv mindestens ein genauso signifikantes Eskalations Element, wie auch der Terrorangriff, der dort in Russland abgegangen ist. Und da möchte ich gar nicht diskutieren, war das eine False Flag von Putin oder war das vom Westen, steckte allein die Ukraine, war das ein Alleingang? Das interessiert mich alles nicht, weil über all diesen mittleren oder über all diesen Marionetten ist halt immer eine höhere Ebene. So, und das ist am Ende völlig irrelevant, weil all diese Protagonisten letztendlich für denselben Regisseur spielen. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht, oder nur halb bewusst ist, darüber kann ich ja ewig debattieren. Ja, aber ich gehe, und das ist, aber für uns ist es nicht relevant, die das Kollektiv beobachten und sehen, okay, auf der Bühne wird jetzt hier ein Element, ein weiteres Element ins Spiel gebracht, was letztendlich nur auf ein Ziel hinausläuft. Das Also ist das, teilweise, ja, ja, bitte. Nee, ist ich teilweise, wollte nur sagen, naja. dass so, sagen wir mal, RKI-Files hin oder her, meist erst so, Das, okay, ja. das ist ein Thema, ja, für alle, die dabei waren und da immer noch ein Trauma da mit sich rumschleifen, wichtig, dass vielleicht auch die Anerkennung kriegen, ja, ihr initiales Gefühl war nicht falsch und alles spricht dafür, dass das alles nicht echt gelaufen ist. Aber unterm Strich, worum geht's hier? Auf der Bühne wurde ein Element installiert, was erklären lässt, warum das, was die Prophetie sagt und was letztendlich auch eine Phönix-Hypothese ein Teil meiner Argumentation war, dass es eben darum geht, die untersten ausführenden Protagonisten wie Politiker letztendlich irgendwann an einen Baum aufzuknüpfen. Okay, so, um mehr geht's da nicht. So, und dann, aber worum geht's? Was hat jetzt hier richtig Pulver für das Gesamtkollektiv? Und da sehe ich die Dinge, die in den letzten 2 Wochen passiert sind, eben der Terrorangriff und eben das Signal für die gesamte religiös-fanatistische Gemeinschaft, die Viecher sind verbrannt, der dritte Tempel steht, mehr oder weniger. Wir können auch hier jetzt langsam in die nächste Phase eintreten. Und das sind Dinge, die, sagen wir mal, mir signalisieren, der Kurs wird fleißig weiter in eine Richtung entwickelt. So, ein Satz nebenbei. Faszinierend dabei finde ich, dass wir es zu tun haben. Du sprichst die roten Kälber, roten Kühe an mit irrationalen Welten, lenkenden Kräften, ja, die hier tätig sind. Scheinbar irrational, wenn du jetzt auf Yep. religiöse. Okay, dann könnten wir über diese Rationalität mal reden. Sehr spannend. Also, ich bleibe vorerst bei irrational. Ich bin gleich fertig, Richard. Währenddessen die Masse immer zu Vernunft, Rationalität und etc. hingetrimmt wird. Das finde ich einen interessanten Diskurs, aber nur mal nebenbei. Ja. Sehr interessant, weil zum Rationalen heißt ja auch, die spirituelle Ebene wird geköpft wie das Frühstücksei und dessen Kopf. Bulimisches Lernen, Kinder lernen und Jugendliche lernen nicht mehr eigenständig zu denken. Das gelingt nur, wenn du dich beschäftigst mit Sachen, die dir gut tun, mit Kunst, mit Musik, mit Natur, mit den Händen. Dann kommt das eigene Denken rein und dann ist das Rationale eben ein wichtiges Instrument, um die Welt zu erfassen. Und das ist momentan ja etwas, was wir eigentlich immer weniger haben. Man hetzt vor sich hin, man braucht zwei Jobs und die Kinder, wenn sie Richtung Abitur gehen und so weiter, dann werden sie vollgestopft mit Informationen. Mir ist noch drei Sachen. Das erste, eine gute Geschichte braucht einen Helden und braucht einen Antihelden. Und dann hast du die Identifikation und dann hast du die Emotionalisierung. Das hast du immer. Du hast es bei Shakespeare, du hast es bei griechischen Dramen wie Antigone, du hast das Gegenteil bei Kafka mit dem Prozess, da stirbt der Herr K. Es geht um den beim Kampf, es geht um einen Kampf um das Gute und der Held hat eigentlich keine Chance, siegt aber trotzdem. Und das haben wir auch bei Trump. Welchen Gegner hat er?
die Einwanderer, Joe Biden, die bösen Typen von der Wall Street, die Kriegstreiber und so weiter. Also er spielt auch genau damit. Putin auf seine Art und Weise eigentlich auch. Er hat die leichtere Rolle, weil er ist schon an der Macht, aber er kann halt auf den Westen zeigen. Er braucht gar nicht so viel Marketing in diese Richtung hin zu betreiben. So, dann hätte ich noch was, nämlich von wegen der Ebene, die oben drüber sitzt. Also es gibt ja diesen bekannten Ausspruch von Goethe, ne, diesen, wo Mephistopheles sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die das Böse will und stets das Gute schafft. Wenn das der Fall ist, dann würde das bedeuten, dass das Böse genau weiß, dass es beim in absehbarer Zeit abtreten würde. Nur mal so als Idee. Sprich, das Böse weiß oder diese außerirdische Intelligenz weiß, dass sie eigentlich dient, dem Menschen und der Natur und dem Planetensystem dient, wenn es hier alles auf die Spitze treibt. Wäre wie eine Art Selektion, wäre, wie du gesagt hast, ja auch, Frank, ein wachsender Aufwachprozess. Vielleicht auch in diese Richtung hingehen. Das wäre nochmal eine ganz eigene Wendung. Und da verrückterweise wäre es dann sogar so, dass religiöse Radikale damit recht hätten. Sie würden das vorantreiben, Gut. dritte Kälber und so weiter, und sie haben letzten Endes Wow. recht. Geht genau dann in diese Richtung. Da geht nämlich dann sogar die nächste Frage dahingehend: Wer ist dann nun wirklich der echte Regisseur von diesem wilden Spiel? Sehr Ich habe gut. keine andere Erklärung, als dass es eben doch Gott ist. Genau. Und Dann dann müssen wir nämlich eine weitere Ebene mit hereinnehmen. Dann ist nämlich wir hatten vorhin mal, hatten wir diese Ebenen, die gingen los mit dem Sichtbaren, den Politikern, dann kamen die Generäle, wo es für uns schon aufhört. Ne? Und dann haben wir jetzt nämlich noch als Spielleiter Gott mit drin. Und du musst ja auch fragen, im Grunde, wenn Prophetien irgendwie eine Berechtigung haben, woher beziehen die denn dann ihr Wissen? naja, ist Ja? auch spannend. Und wo ist denn festgeschrieben, was sie auslesen können? Und wer hat es da reingeschrieben? Und dann bist du sehr schnell, nämlich bei einer göttlichen Ebene, einem göttlichen Willen, einem göttlichen Spielleiter. Dann müssen wir uns über Planungs-Steuerungsebenen, wir müssen uns über Spieltheorie unterhalten. Und auch da hätten wir es wieder mit einer Hierarchie zu tun, weil wir Menschen machen ja etwas damit hier unten. Also du hast eben auch schon gesagt, okay, lass uns zur Geschichte dies, das und jenes, den Antihelden, den Helden dazufügen. Ich nehme noch was mit rein, auf das ich große Stücke baue. Die Heldenreise, die ganz wichtig ist für eine gute Geschichte. Und Ja. Hollywood etc. baut auf die Heldenreise. Wir Ja. sehen, die Spielfilme werden für uns mit der Realität verwoben. Also ist dann auch diese Vorführung hier geknüpft, sehr wahrscheinlich an diesen Archetypen, an die Heldenreise. Und dann nehme ich als Element eine Sache mit rein, auf die ich sehr lange schon warte und die auch immer wahrscheinlicher wird. Nämlich die dunkelste Nacht. Der Punkt der Aussichtslosigkeit in jedem Hollywood-Film zu sehen. Wenn Drei alles. Tage. Wenn, Das. genau, die drei. Für mich ist es erst einmal, und da sind wir nah an der Prophetie auch dran, aber auch nah bei dir, Christian, das Stunde Null-Event, der Todeszeitpunkt. Die Atombombe ist hochgegangen, ich sag's jetzt mal so, ne? Also ich rechne mit irgend so einem Event. Aber ich glaube nicht an den Atomkrieg, nein. Das Ist auch heißt, so sein ein Prophetie Schockmoment. und Phoenix-Hypothese ist ja, der Atomkrieg wird auch nicht stattfinden, nein. Nö, Ja, ist auch die Frage, ob sie diese Form der Bombe auch gibt. haben wir uns auch schon mal drüber Mhm. unterhalten. Also dunkle Nacht heißt ja, andere Stichwörter wären Transformation, stirb und werde. Geburt ist eigentlich wie eine Art kosmische Einweihung. Weil das, was ist eine Einweihung oder was ist der mystagogische Prozess der Pubertät? Du wirst rausgezogen aus der Gemeinschaft, in der du bist, deine Omnipotenz, der scheinbaren, beraubt, begreifst über dir das Größere, Göttliche und kommst dann geläutert, gereift, gereinigt zurück und dienst den Menschen. Das findest du in alten Stammeskulturen, das findest du in aktuellen Sachen, die das in aktuellen, Richard Rohr war das, glaube ich, der das sehr stark vorangetrieben hat. Das findest du. Naja, wo findet man es noch? Na, ich fällt gerade kein weiteres Beispiel ein, aber das wäre letzten Endes eigentlich der kollektive Prozess. Nur ist die Frage wieder mal, wer nimmt daran teil?
Bis zu welchem Grad, das bestimmt jeder selbst. Darf ich auch noch mal, weil vorhin so die Diskussion Ja. aufgekommen ist, der Rationalität der Endzeitsekten. Ja. Ich halte das, diese ganze Prophetie, Story, ja, auch Wiederkehr des Messias, so Mahdi, wie auch immer. Das ist letztendlich auch, das hast du auch richtig gesagt, das ist letztendlich ein religiöses Narrativ, was letztendlich dir vorgebetet wurde, was du immer wieder gelesen hast und was wiedergekäut wird. Ja, das hat nichts mit Selbstdenken zu tun, sondern das ist etwas, was schon lange installiert wurde, was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass eine nicht raumzeitliche Entität aus einer höheren Dimension schon lange an diesem ganzen Theaterstück plant und nicht erst seit 10 Jahren oder 20 oder 30. Sondern dass schon diese ganzen religiösen Narrative und dass letztendlich ein Großteil der Menschheit mit religiösen Narrativen noch recht gut steuerbar ist. Es ist ein Steuerelement. So, ich halte es nicht für rational, sich an sowas festzuhalten, ja, oder seinen Seelenheil oder wie auch immer daran festzumachen, ob man jetzt hier das Armageddon in die Wege leitet. Aber es ist eine Ebene, die benutzt wird von oberen Systemen. So, sagen wir mal, die Ebene, die anglosächsische Missionsebene, die benutzt nur das religiöse Narrativ, um Leute auf der Weltbühne wie Schachfiguren aufeinander zu hetzen. So, und wenn wir jetzt darüber reden, dass diese Leute aus diesen, ja, doch sehr okkulten und teilweise auch spirituell angehauchten Freimaurerkreise oder Geheimgesellschaftskreise, die letztendlich immer Kontakt zu höheren Wesen gesucht haben in ihren Ritualen und so weiter, dann kommen wir eben in diese geistige oder nicht physische Ebene hinein. Und diese physische Ebene heißt aber auch nicht wieder automatisch, gut, da gibt es jetzt nur zwei Polaritäten wieder, da gibt es Gott und der Teufel oder Gut und Böse, sondern da gibt es auch wieder verschiedene Dichtestufen, ja, so wird es genannt, oder verschiedene Ebenen, ja, wo auch unterschiedliche Interessen und miteinander auch sich vermischen. Also da wird es auch wieder sehr komplex. In meinem neuen Buch habe ich versucht, das so ein bisschen aufzudröseln, soweit ich das verstehe. Ja, und die Quellen, mit denen ich da in Resonanz gegangen bin. Und da jetzt mal zwei zu nennen, ist es einmal das Hidden Hand Material und noch wesentlich interessanter ist für mich das Law of One, ja, das ist ein Channeling tatsächlich. Ich bin kein großer Freund von Channelings, aber dieses Channeling, das war von einer anderen Dimension meines Erachtens. Und da geht es eben auch darum, dass in unserem evolutionären Ablauf Zyklen gibt, ja, die am Ende eines Zyklus, da wird die Polarität, da muss die Polarität. Ja, also das extreme Gute, aber das extreme Böse, extrem auch hochgefahren werden, weil das der Spannungsrahmen ist, in dem sich eine Seele entwickelt und wo sie auch geerntet werden kann für die nächsthöhere Dichte. So, und also dieser ganze das ist eben auch eine Ebene. Ja, das ist noch nicht die ganz hohe göttliche Ebene. Die Singularität hat letztendlich gesagt, okay, es gibt hier ein komplexes Spiel, mit der jedes einzelne Fraktal wieder zur Einheit zurückkehrt. Aber wer sich jetzt da auf der geistigen Ebene und verschiedenen Ebenen darum kümmert, dass hier dieser Prozess hier stattfindet, das ist nochmal ein wesentlich komplexeres Unterfangen, als dass man das sich so einfach runterbrechen lässt. Ja, und wir haben ja schon Probleme auf der rein weltlichen Ebene zu unterscheiden, wer hier welchen Narrativ und wer hier welcher Ideologie und mit welcher Agenda folgt. Ja, und wer eigentlich wem untergeordnet ist. Wer hier nur mächtig scheint, aber eigentlich nur eine Marionette ist. Ja, und dieses Spiel, das setzt sich eben in der geistigen Welt auch fort. Also zumindest in meiner Recherche oder meiner Wahrnehmung, in dem Moment, wo ich anfange zu verstehen, dass es da eine rübergeordnete geistige Welt gibt, in der es nicht um dieselben Prinzipien geht wie auf der weltlichen, pflanz dich fort oder mehr Reichtum und möglichst viel Spaß haben, sondern dass es da noch ganz und Geld, ja, sondern dass es da Ebenen gibt, worum es um ganz andere Prinzipien geht, geistige Prinzipien. Ja, Darf ich da mal einhaken? hau Ja, rein. hau rein. Die Religion, die benutzt wird. Also ich finde da, das finde ich schon wichtig zu erwähnen,
Es gibt ja Menschen, die machen religiöse Erfahrungen, die sind sehr echt, sehr rein, sehr schön. Also spontan fällt mir im christlichen Bereich ein Franz von Assisi oder Hildegard von Bingen. Also es gibt ja reine Seelen, die reine Erfahrungen machen, aber jene, die benutzt werden, sind ja tendenziell eher die religiösen Führer, die dann auch Schachfiguren sind. Also Beispiel aktuell diese Mischung aus im Vatikan mit Freimaurern, hohen Kardinälen, da gibt es einiges an ziemlich schmutzigen Stories. Und wenn es verschiedene Ebenen gibt, des Bösen, wie hast du gesagt, dichte, sich verdichtende Ebenen, gell? Dann frage ich mich, ob es das sozusagen gespiegelt auch im Guten gibt. Weil offensichtlich gibt es ja einen Raum oder eine Ebene oder eine Dimension, von woher es Informationen gibt. Also ganz konkret, ob es nun ein Irrmeier ist, der da irgendwas sieht. Also kriegt das aus einer anderen Ebene her. Aber das setzt sich ja noch ganz anders fort, dass eben Lichtgestalten auftauchen. Da gibt es nur mal so ein Beispiel, eben das von vor 1000 Jahren mit den Happy Dandas von St. Gallen, wo dieser Mönch eine Gestalt hat, eine weiße Gestalt, die mit ihm redet. Und zwar ganz konkret reden die miteinander. Da fragt dann der Happy Dandas, warum das Ganze, warum muss das Menschengeschlecht das aushalten? Und dann die Antwort, krieg's jetzt nicht ganz rein, aber so zurückgefragt wie bei einem Koan eigentlich, was er denn will, das Samenkorn legt halt sich in die Erde, es geht auf oder nicht. Gibt noch ein weiteres, noch so eine weitere schöne Frage dazu, wo man echt sagen muss, ja, hoppla, da unterhalten sich eigentlich zwei. Das Komische ist nur, der eine ist kein Mensch und der andere ist kein Geist, aber findet eine Kommunikation statt. Oder diese Kinderprophezeiungen, Fatima Garamandal und La Salette, wo eine lichtvolle Dame auftaucht. Also es gibt offensichtlich etwas an Informationen, die Menschen erhalten, die, wie es heißt so schön, reinen Herzens sind. Und das ist echt. Und da fällt mir eigentlich auch ein, was wir gerade erleben, was du gesagt hast, diese Verdichtung ganz konkret, die wir gerade haben, mit dem Bösen, was sich auch zeigt. Und es ist, oder wie heißt es dann, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Da gehen wir hin. Da auf der anderen Seite auch dieses schöne Gute. Also mit anderen Worten, was wir da erleben als Aufwachprozess, ist die Heldenreise, aber nicht als ein gespieltes Spiel, sondern als das Leben an und für sich. Also wir erleben, wenn wir in diese Richtung gehen, viel stärker eine Hilfe. Und ich bin überzeugt, wenn es hineingeht, diese kriegerischen Aktivitäten, werden wir einerseits gezwungen sein, uns räumlich praktisch zu reduzieren. Wir können nicht groß herumreisen und ins Café setzen und solche Sachen. Das weniger, aber umgekehrt, im geistig-spirituellen her geht es eine größere Öffnung hinein. Du hast eben was Schönes gesagt, da möchte ich Bezug drauf nehmen, um dann letztlich diese Grafik hier neben mir ein bisschen zu erläutern, auf euch bezogen, die letzten Minuten. Menschen reinen Herzens bekommen dann Informationen, sagst du, das finde ich sehr wichtig. Denn es verweist auf einen Resonanzprozess. Ich halte Resonanz als eines der wichtigsten Gesetze interdimensional. Es bedeutet, wenn ich es schaffe, rein zu werden, dann komme ich auch in Resonanz mit reineren, höheren Ebenen. Dann bekomme ich von diesen auch Informationen, erhalte ich Wissen von dort. Denn ich bin ein Teil dessen, ja, wie so ein Tropfen im Ozean, das ist dann automatisch. Und jeder kann das für sich mal nachprüfen, der eine Liebesbeziehung hatte und hatte dauernde Telepathie mit dem der Geliebten. Einfach weil man sehr offen war, sehr bereit war, weil die Herzen sprechen, weil man reinen Herzens ist. Man nährt ein gemeinsames geistiges Feld. Zu euren Darstellungen jetzt der Feinstofflichkeiten habe ich einen Auszug genommen aus einem Buch, das gibt es umsonst im Internet, das ist vom Rudi Berner. Sieht man leider jetzt nicht. Ja, ich Verschwommen. benenne, es ist schwierig mit der Kamera. Rudi Berner auf ein Wort bei zurwahrheit.de kann man sich dort und den Folgeband umsonst herunterladen oder es eben auch körperlich dann kaufen, wenn man sagt, ich will den Autor jetzt unterstützen. Ja. Ich halte absolut viel davon, richtig, ein wirklich wegweisendes Buch. Im letzten Drittel geht der Autor da auch drauf ein, auf den Aufbau unseres Universums. Und er sagt dabei, unser Universum ist dual und polar aufgebaut.
Und ihr seht, diese Grafik da ist in der Mitte ziemlich horizontal durchzogen mit einem Strich und dann gibt es einen Pfeil nach oben und nach unten. Die Erde in der Dimension 1 über diesem horizontalen Strich da mit drinnen. Ja? Also hier. Ja, sieht man das leider. Okay. Es gibt demnach sieben Licht- und sieben Dunkelwelten, die je höher oder je niedriger man kommt, auf beiden Seiten immer feinstofflicher werden. Ja, also das Böse wie das Gute, reden wir mal in diesen Begriffen, wird beides feinstofflicher. Ist also mitnichten so, dass das Böse jetzt dumm wäre oder dichter wäre oder materieller. Nee, es wird auch, das ist das luziferianische Prinzip, das wird auch feiner, ja, und lichter und ätherischer und so, ne? Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mit was geht man geistig in Resonanz? Da hängt man dann auch in den Dimensionen drin. Wichtig für uns halt zu wissen, tatsächlich, die Erde, unser ganzes materielles Universum, ist tatsächlich in dieser ersten Linie schon abgebildet und abgefrühstückt, ja. Komplett, unsere gesamte Dimension. Und dann kriegt man so ein bisschen das altes vedisches Wissen, das wollte ich schon mal dazu sagen. Ja. Ich habe fürs neue Buch habe ich mich natürlich auch mit vielen Darstellungen, wie man das semantisch versuchen kann, eben diese höheren Strukturen und welche Muster da immer wieder auftauchen, ja, mit den Oktaven und oder sieben Ebenen und dann die nächste ist dann die nicht dualistische Einheits-Oktave, ja, so wie auch immer. Das ist interessant, um sich das rational eben nahe zu führen. So, Richard, wollte ich jetzt noch sagen, du hast von religiösen Erfahrungen gesprochen. Ich würde das nicht religiös nennen. Ja, das ist das Einzige, wo ich jetzt, sagen wir mal, wo in mir etwas eine Anti-Haltung, weil ich würde es einfach eine spirituelle Erfahrung machen. Religion ist Ist immer besser. das Glaubenskorsett, weil wir alle intrinsisch tief in uns, in unserer Seele sozusagen, das Gefühl haben, und da gibt es mehr. Wir sind mehr. Da gibt es auch eine höhere Intelligenz, die Dinge leitet. Wir erleben das im Leben durch gewisse Synchronizitäten und Fügungen oder Schicksalsmomente, wo man merkt, okay, da ist irgendwie eine höhere Hand, die das Ganze steuert. So, und wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung hat, dann bieten sich ja förmlich. Das ist wie das WEF, was sich für den Verschwörungstheoretiker direkt anbietet. Hier, du suchst da, du spürst, dass im Hintergrund anderes laufen, dass Politiker gar nichts zu sagen haben. Hier, Klaus Schwab, der ist es, alles klar, da hast du dein Erklärungsmodell. Und genauso machen das Religionen. Die natürlich traditionell natürlich immer hatten die ihre Religionen, wo die ihre Vorherrschaft hatten. Und die haben gesagt, du spürst, dass da irgendwas über dir ist, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, dass wenn du Scheiße baust, dass es auch irgendwie auf dich zurückkommt. Hier, wir haben ein volles Buch und ein komplettes ideologisches Korsett für dich, wo alles bis vorne hinten erklärt ist. Aber bitte, gewisse Konzepte darfst du da auf jeden Fall nicht mit reinnehmen. So, und sagen wir mal, alle, die ein religiöses, die, sagen wir mal, aus einem religiösen Kontext kamen und diesen reinen Herzens haben, die haben sich dann auch irgendwie mehr so in dieses ja, so eine Art Agnostiker oder Gnostiker entwickelt, die letztendlich aus allen Weisheitslehren doch gesehen haben, dass da gewisse essentielle Grundwahrheiten drin sind und alles andere auch mit ein bisschen Vorsicht und mit Menschenverstand hier und ja, genährt, ja, und sich nicht in so ein starkes religiöses Konzept reindrücken lassen, ja. Also Religion ist für mich, das ist ein, na, für mich ein perfekter Bogen, weil dieselben grundsätzlichen Prinzipien sehe ich auch, was für den spirituell Suchenden die Religion ist, ist für den Verschwörungstheoretiker das Erste, was ihm vorgesetzt wird, das World Economic Forum, Bilderberger und so weiter. Das kann man nachrecherchieren, das leuchtet dir direkt ins Gesicht, das klatscht dir eigentlich schon das heilige Buch des Klaus Schwab um die Ohren, da steht schon alles drin. Das kannst du jetzt mögen oder auch nicht mögen, ja, aber da hast du deine Antwort und frag bloß nicht weiter. Frag bloß nicht nach einer Phönix-Hypothese oder Prophezeiung oder irgendein Gulasch, der doch dahinter liegen könnte. Nein, 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 nein. Hier hast du schon deine Antwort. Und genauso ist es mit der Bibel oder mit diesen populär
populären Verschwörungstheorien, die gar keine sind, weil sie eigentlich so schon im Mainstream implementiert sind. Ja, wie auch immer. Das wollte ich nochmal klarstellen, dass dieselbe Prinzipien, dass man spürt, man fühlt, da stimmt was nicht oder man spürt, da ist mehr. Ja, und das System setzt dir sofort irgendwas hin, wo diese initialen Grundpunkte sofort angesprochen werden, wo du sagst, das muss es sein. Und dann wird das pervertiert und in unmöglichste Richtungen gedrückt. Und eben auch dogmatisch. Ja, das stimmt. Es gibt sogar einen eigenen Lehrbereich, der heißt Dogmatik in der Theologie, gell? Ja, wird genau festgelegt, was Jesus ist und so weiter. Das ist sehr streng. Aber von wegen, ich bekomme das, was ich will, ja. Ob das nun der Schwab ist oder aber auch bestimmte Erfahrungen. Also wenn ich ein Christ bin und zwar schon christlicher Prophet bin, dann spricht Christus zu mir. Nach der Logik muss dann der gläubige Hindu die entsprechende Vision haben von einer hinduistischen Gottheit, dem Affengott, Elefantengott, Maya und. Also das ist sicher das eine. Und das ist auch die Ernte oder die Frucht für den wahrhaftigen Glauben oder für die Suche nach einer spirituellen Erfahrung. Ich kriege das, was ich will. Das ist genau das mit der Resonanz. Und da geht ja eigentlich noch mehr da weiter. Das sind ja auch Gefühle, die ich bekomme. Ich kriege Gefühle, ich kriege eine gute Energie, ich kriege eine Kraft, eine innere Stärke. Also das ist ja genau das Phänomen. Postmoderne heißt, alles ist möglich, keine Religion. Es ist eigentlich die Vergottung des eigenen Intellekts, der Ratio. Und wie Rainer Mausfeld so schön sagt, wenn alles möglich ist, dann ist Kannibalismus nur noch eine Geschmacksfrage. Hey, Herrlich. Ja, wow. eins Ja, noch, und gern. zwar, wenn's nämlich dann nicht wirklich meines ist, zum Beispiel eine Christuserfahrung oder überhaupt die christliche Religion oder der christliche Mystizismus, dann gehe ich weiter. Und dann sind Menschen auf der Suche und suchen eben ihre eigene Heldenreise. Das noch. Wow, möchtest du unbedingt was zu loswerden? Also die Wikinger finden sich in Valhall wieder, trinken aus den Schädeln der Besiegten. Islamisten mögen 42 Jungfrauen haben. Gehe ich nach Hollywood, finde ich im Film Contact ein Jenseits-Mimikry. Da wird dann der verstorbene Vater im Jenseits dargestellt. Auch übrigens Sachen, die ein Herr Campbell auch so darstellt, sehr interessant. Er macht ganz interessant, ist ein alter Forscher vom Monroe-Institut, macht ganz interessante Sachen. Und im Universum oder wissenschaftlich gesehen würdest du sagen, wir haben es mit einem Universum voller Bewusstsein zu tun, das sich in einer holographischen Subjektivität immer überall widerspiegelt, nach Resonanz, ja. So eine Art Fraktalbewusstsein, was in tausend Scherben glänzt oder so etwas, ja, und eigentlich zusammengehört. Also da gibt es viele Geschmacksfarben zu, möchte ich dazu einfach sagen. Und damit ich die Grafik jetzt wegtun kann, nochmal rückgreifend auf dich, Christian. Ja, auch hier in diesem Schema, in diesem vedischen Schema, ist es so, dass die Steuerung der einzelnen Universen von feinstofflich nach stofflich erfolgt. Also immer die feinstofflichere Ebene dominiert dann die stofflichere einmal. Und zweitens, es gibt auch dort hier oben, das habe ich vorhin nicht gesagt, die nicht-dualistische Ebene. Das ist dann. Ja, das wäre bei Burkhard Heim wäre es der Gap-Bereich, Gott allein bekannt, ne? Und religiös würde man es dann eben ja eben Gott nennen. Die Oder zentrale Singularität. Planungs, die Null, genau, exakt. Ja, gut, wollte ich nur nochmal. Ja. Ja, und aus der Singularität oder aus dem Gesetz des Einen oder Law of One, was ich vorhin zitiert habe, sind ja alles, ist ja alles eine Abstraktion und eine Entsprechung Gottes. Es gibt ja nichts, was nicht Gott ist in dem Sinne. Ja, und es gibt eben verschiedene Logoi, Sublogoi oder vom Logos her, Unterstufen, Abwandlungen, alle mit einem freien Willen. So in dem Moment sind diese ganzen Hindu-Götter oder die verschiedensten Gottvorstellungen, das sind alles irgendwie höhere Wesen. Sind sie die eine Singularität? Nein, ne? Weil die eine Singularität im Grunde genommen alles ist. Ja, und ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus, aber
klar ist, dass da, dass wir dann auch in einem Punkt natürlich der Non-Dualität kommen, ohne Wertung. Ja, und dass letztendlich auch alle, die wie auch immer geartetes Weltbild oder Gottbild haben, auch nicht falsch liegen. Weil das ist das Gottbild, was sie haben in ihrer Resonanzstufe. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, wo ich den Vergleich zu Religion und World Economic Forum gezogen habe, will ich das auch nochmal ganz kurz ausbauen, weil es war ja das Wall Street Magazin, was ganz groß auf dem Titelblatt hatte, God has a new name. Klaus Schwab. Ehrlich. Ja. Müsstest du raussuchen. Aber es war Ja. das Wall Street Magazin und sie haben ihn zum Gott erklärt. Schon noch vor 2020. So, also da wurde auch schon vorbereitet, sagen wir, für die Materialisten, ja, ein neues Gottbild zu schaffen. Ja, und eine religiöse Konnotation mit anzubauen. Und selbst für die Verschwörungstheoretiker, die sich gegen dieses Gottbild wenden, haben es trotzdem irgendwo angenommen, weil sie davon ausgehen, okay, World Economic Forum mit Klaus Schwab, das sind die Top-Dogs, die hier an den Fäden ziehen und nur das, was die sagen, darum geht's hier. Und hämisch lachen, wenn ihre Pläne gerade nicht so funktionieren. Aber Tatsache ist, wie gesagt, ein falscher Hase. Ein falscher Hase. Genauso wie die Religionen für mich falsche Hasen sind. Man kann sie locken ein, weil sie ein paar essentielle Wahrheiten beinhalten. Aber sie locken einen dann in die falsche Richtung. Naja, die essentiellen Wahrheiten sind, ist das Versprechen, nee, ist die Tugenden zu benennen. Katholischer Katechismus. Lest ihn mal durch, interessant. Da geht es wirklich ganz konkret um Tugendhaftigkeit, also um eine gute Sache. Ja. Natürlich kann man es dann verdrehen und verändern, das ist ja schon die andere Sache. Das ist ja genau das mit dem falschen Hasen eigentlich. Aber es wird genau diese Essenz da so angeboten, das Salz. Ja. Das Luziferische übrigens interessant, von wegen, dass es immer feiner wird, was du gesagt hast, Frank. Wenn es immer feiner wird, dann ist der Endpunkt des Feinen, personal, persönlich gesehen, dann bin ich das selbst. Das heißt, das Luziferische in mir. Dann heißt es ja weiter, dass die luziferischen Gedanken ich selbst produziere und habe. Und das ist ja eigentlich genau das. Das ist die Maya und die Spiegelung. Also geht letzten Endes bei dem ganzen Kampf, den wir jetzt irgendwie auch schon so angedeutet sehen, es ist der Kampf mit mir selber. Und bei der Letztlich. Prophetie finde ich das am deutlichsten eigentlich. Nee, es ist nicht der Mob, der eine Lynchjustiz macht. Das ist dann sehr grob. Das ist, wenn bei dieser Finsternis als eine Art kosmischer Geburtsvorgang oder als eine Form, eine Art Einweihung, dann ist es, sind es meine schlechten Gedanken in einer Angst im Tunnel, sind konkrete, auch sicher bösartige Wesenheiten, die kommen, sind vielleicht unverkörperte Menschen. Da tobt das Böse, da geht der Teufel umher wie der brüllende Löwe. Das würden wir dann erleben, da bin ich mir sicher. Natürlich, ich meine, Angst macht asozial. Angst, insofern Ja. politische Steuerung durch Angst verführt insofern auch. Ja, Und und das ist zwar hier in. eine quasi spirituelle Ebene, wo es auch greift. Ja, natürlich, es Ja. verführt, leitet hin in die, hier in diesem dualen Bilden, das ich gezeigt hatte, in die ja, negativen Ebenen. Ne? Wie jeder gute Tatort auch, ja. Also. Du hast gesagt eben, Christian, Gott ist in allem, quer durch alle Steuerungsebenen. Da möchte ich kurz nochmal Bezug drauf nehmen oder durch diese, ja, wir hatten nicht, ja, kann etwas nicht Gott sein, wäre da die Frage jetzt. Weil letztendlich brauchen wir es auch für die Prophetie oder auch für die bösen Kräfte oder für einen Klaus Schwab oder für alles. Kann etwas nicht Gott sein? Die Hindus haben ein Hauptmantra, das möchte ich hier kurz mal dazu werfen, dann. Das heißt Om Namo Narayanaya. Das heißt so viel wie Gott, der in allem ist, der aus dem alles ist. Ja, also Naja. die beantworten diese Frage dann im Grunde auch mit alles, alles ist Gott. Auch sehr provokant, ja, wenn man es Ja, durchdenkt hier. hätte ich eine andere Meinung. Aber sag du, Christian. Ja, also ich benutze natürlich den Begrifflichkeit Gott. Auch hin und wieder, aber ich habe mir eigentlich abgewöhnt, das nicht zu benennen. Die Hindus würden jetzt auch von Brahman sprechen. Ja, das ist der eine, der alles ist. Okay. So, und aus der physischen Welt würde ich jetzt die Singularität machen. Ja, so letztendlich aus der
ganz grob runtergebrochen, gibt es nur dieses eine Bewusstsein. Und um sich selbst zu erfahren, muss es sich selber aufsplitten in verschiedene Fraktale seines Selbst, die alle einen freien Willen bekommen, die sich also wieder zurück zur Singularität wünschen oder sagen, ich mache mein ganz eigenes Ding und ich pfeife auf alles. Ja, und ich brauche nicht Singularität, sondern ich liebe den Kampf oder ich liebe jenes oder folgendes. Ja, dass es so eine Art intrinsischen, tief eingepflanzten Wunsch gibt, natürlich sich wieder mit der Einheit zu verschmelzen. Es ist, glaube ich, schon vorhanden, ja, dass jedes Fraktal auch wieder in die Einheit verschmilzt. Aber letztendlich ist es eben das Spiel des freien Willens und dieser Bühne, die wir hier haben, dass eben die verschiedene Fraktale ganz andere Aspekte aus neutral betrachtete, egoistische, ängstliche, gewalttätige, aber auch liebevolle und versöhnende Elemente ausprägen kann. Aber die Singularität, also das, was die meisten Gott nennen, Brahman, wie auch immer, das stört sich nicht daran. Das verurteilt nicht andere Teile seiner selbst dafür, hey, du hast hier bei der Corona voll mitgemacht, du hast eine Maske getragen und hast dein Kind impfen lassen. Du bist ja. Nein, die Singularität wertet darüber nicht. Für die Singularität ist das alles nur eine Erfahrung seiner selbst. So, und dementsprechend, ja, es gibt so eine alte Analogie. Ich glaube, die habe ich hier schon mal genannt, glaube ich, in diesem Kontext. Ich kann sie auch nur noch so sinnhaft weitergeben, dass da irgend so ein Pascha so ein großes Geld ausschreibt für denjenigen, der ihm zeigt, was Gott ist. Ja, und irgend so ein Gelehrter kommt an, ja, ich gebe dir dasselbe Preisgeld hoch 10, wenn er mir zeigt, was nicht Gott ist. Ja, so, also ich bin feste Überzeugung aus meiner Wahrnehmung, auch aus meinen inneren Erfahrungen, spirituellen Erfahrungen, verstehe ich, dass es nur den einen gibt. So, und dass wir sind, darüber haben wir uns auch unterhalten, wir sehen uns auch als getrennte Wesen. Und wenn ich morgen losgehe und irgendwie ein Attentat mache oder Amok laufe, dann sagt der böse Christian heute, das ist der gute Christian, weil er ein paar coole Ideen oder ein paar nette Worte reingeschmissen hat. Ja, habt ihr persönliche Wertungen dazu? Aber unabhängig von dem, was ich mache, machen werde oder gemacht habe, bin ich Teil Gottes. Und ihr seid das auch, nur ich habe den freien Willen, mich in diesem Moment getrennt von euch zu sehen. Und wir sind es in dem Sinne auch, weil auf der Bühne wir eben eine eigene Identifikation haben. Ich identifiziere mich aktuell mit diesem Körper, dem irgendwelche Personen hier den Namen Christian gegeben haben. Das würde Und ich gern spiele mal die. tiefer auseinandernehmen. Also wir Ja. haben jetzt nach so 2 Stunden hauen wir so ein Ding wie den freien Willen rein. Ich weiß, wie schwierig das Thema freier Wille ist, gerade ob man das Genau, den biophysisch so, und so aber weiter er steht betrachtet. jetzt eben so einfach im Raum und ich würde es Ja. dann gerne, gerade auch mit euch, ich begreife uns immer wieder in Sendungen auch, es ist fast wie Channeling. Also wir sind heute automatisch, ich habe in ganz andere Themen als vorbereitet gekommen. Ja, ich sehe es ja auch an meiner Vorbereitung. Wir wollten eigentlich über die Baltimore-Brücke reden und sowas. Aber es ist gut und richtig, weil durch irgendeinen von uns, ich glaube, es war der Richard, kamen diese Steuerungsebenen rein. Die Seebahnpolitiker, da hinten der Strippenzieher, der General. Und das hat im Grunde die ganze Sendung durchzogen. Planungs-Steuerungsebenen, letzte Ebene dann Gott. Jetzt sind wir bei Gott gelandet, ja. Und ich begreife uns eigentlich und lasse dem auch gerne freien Raum. Beinahe wie so ein Gruppenchanneling gehen wir hier rein. Also es ist sehr spannend, was hier immer passiert, ja. In dem Kontext sage ich, mit dem freien Willen, das ist jetzt wirklich krass, weil ich habe viele Probleme mit dem freien Willen. Erst Wir recht, hatten wenn alles das Gott Thema. ist, ja. Erst recht, wenn alles Gott ist oder Gott sein soll. Meine Lieblingseinwände, soll ich die bringen oder soll ich die lieber dann fürs nächste Mal beihalten? Ja, wir haben schon so oft gesagt, weil wir immer an irgendwelche interessanten Punkte kommen und eigentlich sagen, wow, da tut sich eigentlich ein neues Universum auf. Ja, da müsste man eine eigene Sendung zu machen. Ja, so und wir kommen natürlich, ja, wir müssten schon nochmal Themensendungen anstreben, weil wir letztendlich auch das Wichtigste für mich persönlich war jetzt der Abgleich. Was bewegt euch? Und dann kommen wir natürlich immer in individuelle
spirituelle oder philosophische Geschmacksrichtung, wie wir das Ganze auf einer tieferen Ebene ausdeuten, und dann kommen wir da in diese Kaninchenlöcher, ja. Soll es vielleicht für heute auch erstmal gewesen sein. Ich würde aber zum Schluss, bevor wir jetzt auch Ja, zum gern, Ende hau kommen, rein. würde ich gerne nochmal auf das Thema, was mich eben auch die letzten 2 Wochen immer wieder beschäftigt hat. Und ich mache es auch kurz, das ist eben dieser 8.4. Das Kann ich, auf. Entschuldigung, kann ich ganz kurz reinhaken, weil dann ist der Ja. 8.4., dann macht der Wir gehen, genau, 8.4. dann machen Ah, wir die okay, Sache der, noch ach rund und so, dann. 8.4., ja. Ja. Naja, also zwar, also ich finde, dann zwei Dinge. Erstens, ich glaube nicht, dass Gott allgegenwärtig ist. Dann wäre auch ein Stein drin und im Häschen und im Adler und im Ja. Klaus Schwab. Aber Ja, was ich, klar. naja, was ich mir denke, Der mag es ist, nicht. Müssen wir da er ist weitergehen. eher, es muss eine Identität sein, die eigenständig ist, die nicht zerfließt, sondern zentriert ist. Denn wenn es ein Regisseur ist, muss es auch eine Instanz sein, die eben einen Plan hat, die also eine personale Identität hat. Eigentlich ähnlich wie wir, nur eben ohne Körper, ohne körperliche Erfahrung, ohne Süchte, ohne Nöte, ohne Hunger. Und wenn ich die Sehnsucht, wir hatten mal auch die Frage, hast du eine Sehnsucht nach einer Rückkehr? Dann ist es auch die Frage, hast du die Sehnsucht danach, dich wieder zu verbinden mit dem Göttlichen oder mit Gott, in eine Verbindung zu gehen? Also so gesehen, wie kommen wir denn da hinein? Und ich glaube, dass so ein Event wie so eine dreitägige Finsternis uns sehr stark in diese Richtung schiebt. Und was wir dafür brauchen, ist Mut. Wir brauchen Mut, um hineinzukommen. Also, wie soll ich sagen, um diese ganzen Kindheitstheorien, die wir so von uns selber haben, aufzunehmen oder zu überwinden, ist na, das ganze Thema mit diesem Karma, was so war, was mich irgendwie abhält, damit wir einfach erwachsen und reif werden. So, Ende meiner Predigt. Ich Achter würde Vierter. so abschließend sagen, wir haben sehr viel über Steuerungsebenen, Planungsebenen, wie kommt was durch was geredet, welcher Planer oder welche Planer sind dominant. Ja, ich schließe mal so ziemlich ab mit der Mensch denkt, Gott lenkt. Es gibt bei mir gibt es eine göttliche Ebene, damit auch einen göttlichen Willen. Und vielleicht treffen wir uns, Richard, da, dass wenn der Irli recht hat, das mit dem freien Willen von Millionen Menschen nicht weit her sein kann. Denn er hat ja dann augenscheinlich Planungsebenen angezapft, die, egal was du und ich wollen, denken, stattfinden. Ja. Ja, das ist Dieses offensichtlich so. Problem hatte ich Und nicht nur persönlich Early. auch mal. Also ich kann tatsächlich in Person dafür eintreten mit meinen Remote-Viewing-Erfahrungen. Wir haben diverse Zukunftssessions auf Dinge gemacht. Und sie traten ein, und zwar unabhängig von einer persönlichen Interpretation oder Deutbarkeit. Also wir haben in den Sitzungen vorher Schreie geschrieben, was nachher passiert. Und in dem Moment brichst du ab. Mit dem Ding bin ich ein paar Jahre schwanger gegangen. Ja? Weil das kann und das darf nicht sein. Weil letztendlich entbindet es uns aber auch von der Menge Verantwortung. Denn es gibt dann Ja. deine oder es gibt meine Sachen, für die ich verantwortlich sein könnte, deine und Gottes. Und ich kann dann eine ganze Menge echt abgeben, weil ich Ja, einfach nicht verantwortlich bin. eben. Das ist die Verantwortung, die ich im besten Sinne abgeben kann. Und dann werde ich zu einer Art Verantwortungsträger. Instrument klingt zu werkzeugartig, aber das ist dieses Tun und Nicht-Tun. Dann kriegst du auch eine göttliche Ebene. Und diesen Flow hineinzukommen, ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich würde es nochmal differenzieren, ich würde es anders differenzieren. Ich würde sagen, es gibt das kollektive Ja. Entwicklung. Da haben wir nicht viel Macht, was das Kollektive entwickelt, weil es ist schon vorgeschrieben, es ist prophezeit, da hängt ein Regisseur dahinter, wer auch immer das ist. Da will ich mich gar nicht festlegen. Okay. Im besten Fall ganz oben. Ja, oder vielleicht ist oben der einfach nur einen Spielplatz getroffen hat und der Regisseur ist wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe da meine eigenen Prämissen, wie ich das verstehe. Unabhängig davon ist das Kollektiv, da haben wir nicht viel, gibt es keinen freien Willen, da haben wir nicht viel als Einzelindividuum, nicht viel Mitspracherecht. Aber wer wir sind innerhalb dieses Spiels, ob wir die eine Seite oder das andere, ja, in der Dualität, ja, ob wir die Angst oder die Liebe leben,
da innerhalb in diesen Polaritäten, wo beide Extreme in verschiedensten Geschmackrichtungen angeboten werden, das entscheiden wir. Und da ist der freie Wille drin. Du meinst, ja, ich würde es nicht frei, sorry, ich würde es nicht freien Willen nennen. Meinst du hast die situative Entscheidungsfreiheit? Treffen wir uns da. Ja, Okay. situative Die hast du. Entscheidungsfreiheit. Ja. Du entscheidest dich völlig frei für das, was schon längst da ist. Ich sage ja, das Ganze ist schlimmer als Back to the Future, also der Film da, ja. Okay, kommen wir Achte, vierte. Achter, Ach Vierter, so, weil ja, das, genau, ja, genau, ja. okay, das ist einfach nur, das muss ich jetzt nochmal anteasern. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber ich habe mich damit so tief beschäftigt und es hat eine extreme religiöse Beigeschmack. Das liegt schon daran, weil so viele, das hängt ja mit der letzten großen Sonnenfinsternis in den USA zu tun. Das kreuzt sich, es wird ein großes X, das XE, großes Symbol, was jetzt Disease X bis X Twitter, also Narrative, die quasi oder Memes, die quasi überall kursieren. Da ist jetzt das große X touchiert 33 Salems. Also das alte Bezeichnung für Jerusalem, ja, und die Kreuzung ist sogar auf einer Straße, die heißt Salem Road. Ja, also die religiösen, also gibt es verschiedene Kanäle, da kann man ins Detail gehen, was allein die Gottes oder nicht Gottes, das sind viele, die religiös Bibeltreuen, ja, alleine an Zeichen da drinnen sehen, ist immens. Dann kann man sich das Ganze auf der astrologischen Ebene angucken. Ja, da habe ich mir Interpretationen von der vedischen Astrologie wie auch von der klassischen Astrologie reingezogen und die schlagen auch Alarm, als dass das ein wichtiger energetischer Marker ist. Ja, dass alle betonen nochmal, das bedeutet nicht, dass am 8.4. jetzt irgendetwas von großer Bedeutung oder Signifikanz passieren muss. Aber es ist das Tor für um energetisches Potenzial aufzubauen für extrem transformative Prozesse, die passieren. Das heißt nicht, dass es das endtransformative Ereignis, von dem wir jetzt in der Phönix-Hypothese oder in den Prophezeiungen reden, da stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall vom energetischen her scheint es mir so, dass in diesem Zeitraum und die Potenziale damit, das kann in der Ukraine passieren, wie gesagt, wir haben die roten Kühe, der dritte Tempel, da stehen auch die Tore offen für eine neue Eskalation. Wo es am Ende passiert und ob es eine Woche später oder einen Monat später oder direkt an diesem Tag etwas passiert, kann man nicht sagen. Aber da sehe ich ganz viele Zeichen. Astrologisch, wir hatten es religiös, die Memes, die eben auch mit diesem X zu tun haben, die allmöglich auch in der Q-Bewegung wird das massiv diskutiert. Dann kommen so Geschichten, dass NASA an demselben Tag Starts machen möchte, getimed mit dieser Sonnenfinsternis, CERN möchte voll aufdrehen. Als ich das erste Mal, als sie lesen, muss ich gar nicht hinterherkommen, habe ich gedacht, was möchte hier eigentlich von was ablenken? Ja, welches Schwein, was hier ja, soll jetzt CERN von NASA ablenken oder andersrum oder hat das beides kein Interesse, sollte ich jetzt hier nur auf das Astrologische hören. Ja, also da hätte man auch eine ganze Sendung drüber machen können, wenn ich jetzt angefangen hätte, das mir alles aufzuschreiben, was mir da über den Weg gelaufen ist. Aber das ist schon immens. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung kann ich mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Datum gewesen ist, was so gehypt wurde. Komm, jetzt lob mich mal. Ich habe das ganz schnell jetzt nochmal auf Hast du toll Wikipedia. gemacht. Du hast Ja, ja, genau. Manchmal super, das ist brauche ich meine Bravo. Streicheleinheit. Ja, Ja. so, da haben wir die Wow. Sonnenfinsternis von 2017, die korrespondiert Genau. mit der, die am 8.4. Genau. stattfinden soll. Und ja, Genau. In Carbondale soll die sich wohl kreuzen. Da war sie am 21.08.2017. Die Sonnenfinsternis. Du hast recht mit diesen vielen Salems, wo es durchgeht. Ja. Gibt es noch andere Begrifflichkeiten, also viele Orte, die
Ich stecke jetzt in die ganze Bibelprophetie. Also da gibt es von Entrückung bis, hast du nicht gesehen, natürlich, und die stärksten Aussagen, also wirklich unabhängig neutrale Informationen, die alles zusammenfassen, also aus einem ganzheitlichen Blickwinkel betrachten, das findest du nur ganz, ganz selten. Alle sind natürlich aus einem religiösen oder rein astrologischen Blickwinkel, aber ich habe es selten erlebt, dass wirklich, und denke, es kommt auch noch ein Kometen mit ins Spiel, der wird auch noch der Teufelskomet genannt. Der hat ja jetzt natürlich auch noch einen offiziellen Namen, den ich natürlich mir nicht merken Ah ja, konnte. es wird biblisch, hieß es ja. Ne? So, Die Finsternisse, das möchte ich noch mal kurz beigeben, die liegen wohl im Abstand, ich rede jetzt nur aus einem Telegram-Kanal raus, habe es nicht selbst geprüft, im Abstand von 6 Jahren, 6 Monaten, 6 Wochen und 6 Tagen. Oh, viermal die sechs sogar. Ja, sehr lustig, ja. Ja, ich hatte auch wieder Kontakt, Teil der Phönix-Hypothese habe ich ja mal gefragt, okay, was könnte denn der Auslöser sein? Ja, also eine Prophetie deutet ja mal alles auf einen Kometen hin. Ja, es haben wir wieder einen Kometen mit ins Spiel, aber ich denke mal, meine nach Phönix-Hypothese habe ich natürlich auch mit diesem ganzen Thema von Nibiru, ja, oder Planet X, ja, wie, also Nibiru wurde ja ja, von Sitchin und so weiter. Ja. Hat das populär gemacht. Ja. Anyhow, ich hatte jetzt gerade Kontakt gehabt mit Leuten, die natürlich auch in diese ganze Planet X Nibiru-Story tiefer drinne stecken und auch immer verfolgen, was da noch aus diesen ja, Nancy Lieder und Zeta-Ecke kommt, was ich ja boah, mit Vorsicht genieße, weil die schon ein paar Daten rausgehauen haben und aber die channeln ja auch. Ja, und bei Channeling ist es immer schwierig, dass sich da irgendwann irgendwer anders dazwischen schaltet. Ich will aber nicht sagen, dass sie nicht grundsätzlich, dass da was dran sein könnte. Ja, und auch in dieser Ecke ist völliger Panikmodus. Komm, oh, komm, ah ja. Also. Was Schlussfolge, was sind dein Fazit aus diesem Ja. ganzen X-Ding jetzt so? Das würde mich interessieren. Zu welchem Ding kommst du? Ich Was entscheidest du dich? kann es nicht sagen. Ich bin grundsätzlich, wie ich auch grundsätzlich bei der Phönix-Hypothese sage, wir müssen uns auf einiges einstellen, was in der nahen Zukunft passiert, ja, in den nächsten Jahren. Wir wissen ja alle nicht genau, wann das große Ereignis ist, ab dem Moment, wo, sagen wir mal, eine neue Realität hergestellt ist und erstmal alles wieder auf einem neuen Level ruhig anfährt, ja. Aber bis zu diesem Zeitpunkt werden da noch einige größere Ereignisse auf der Bühne stattfinden. Das könnte eins davon sein oder um dieses Datum herum. Oder ab diesem Datum könnte es zu gewissen Eskalationen Nahe Osten führen. Das kann ganz unspektakulär geopolitisch weltlich sein. Das kann aber auch bis hin dazu gehen, dass das mit der Sonnenfinsternis da vielleicht auch noch Objekte beobachtet werden. So würden es zumindest die Planet X-Freunde sagen. Die rechnen damit, dass man innerhalb auf dieser Linie dann in der Korona von der Sonne dann eben noch ganz andere Dinge beobachten kann, die da vielleicht so nicht hingehören. Ich kann es am Ende nicht sagen. Ich gebe nur ein Heads up, weil das Ein was? Thema Heads up, wie sagen wir, schaut mal hierher, Okay. ein Hinweis darauf, dass das Thema, dass ich das für mich so wahrgenommen habe, dass es ein extrem gehyptes Thema gerade ist und ich mich da auch nicht von trennen kann. Und wenn so viele Zufälle ineinander greifen, dann ist es kein Zufall. Ja, dann hat Ist es es, nicht? dann Ich hat hau mal so ein paar Sachen rein einfach. Naja. Ne? Ich meine, Mensch, wolltest du was sagen, Richard, was? Nee, ich höre dir gerne zu. Ich habe dann natürlich auch 3, 4 Sachen, aber ich bin sicher, dass du da Okay. sehr viele Sachen sagen kannst. Mach Ich mal. mache es relativ schnell, ganz Naja. spontan eben. Also die Menschen hat schon immer bewegt, was am Himmel abgegangen ist und sie haben das immer projiziert. Daher kommt auch die Astrologie, was auf der Erde dann geschieht. Ja, also so auch Kometen etc. waren dann aber nie ein gutes Omen. Und hier ja auch eine Sonnenfinsternis oder eine schwarze Sonne, guck oben links auf das Bild, ist tendenziell erstmal kein positives oder gutes Omen, ja. Ich deute mal so ein bisschen rum, ganz wild und frei. Denkt man, kartenmäßig wird die USA da gerade durchgestrichen durch die beiden Sonnenfinsternisse. Und die zweite Laufbahn
vollendet das X, vollendet den Durchstrich. Man kann das auch als eine Art, der X ist ein Modebuchstabe geworden. Ne? Siehe, Twitter wurde X und so weiter. Das hat ja auch Hintergründe, die lasse ich jetzt unerwähnt, gehören aber auch zu gewissen Eliten auf der Erde. Insofern könnte man die USA, und das ist auch schon mein Ende, als gekennzeichnet wahrnehmen auch. Sie ist nicht durchgeixt dann in dem Fall oder eben auch geixt, gekennzeichnet als zu X gehörig. Das war es schon. Okay, von meiner Seite. Also das mit dem Kometen, es gibt Kometen als ungünstiges Vorzeichen, das war 1618 der Fall, es ist 1939 der Fall gewesen. Ein bisschen stellt sich mir die Frage, ob das regelrecht eine Erinnerung ist, eine kollektive Erinnerung auch. Also von wegen Zyklus und so weiter. Man erinnert sich an irgendwie dumpf, da ist vielleicht irgendwie was. Andererseits Geburt Christi, wobei da auch zu fragen ist, nicht? Da ist auch irgendwie angeblich ein Komet erschienen. Dann, es ist in den USA eine Endzeitstimmung. Es ist Hysterie da, es ist ein unversöhntes Volk, das auch relativ bibeltreu mitunter ist oder einige Gruppen davon. Die Sehnsucht nach Besserung ist da. Und da sind wir wieder bei der dargebotenen Figur, bei Donald Trump zum Beispiel. Mich würde eigentlich interessieren, was sagt denn die südamerikanische Prophetie oder was sagen Indianer? Gibt es da irgendwas? Das weiß ich aber nicht. Und ein letztes noch, und zwar, es gibt das vielleicht als Hauptereignis, diese dreitägige Finsternis. Gibt es nicht kosmische, gewissermaßen Vorereignisse, wie etwa ein solches, bevor das eigentliche Hauptereignis eintrifft. Die echten Vorereignisse vor diesem Krieg, das ist relativ klar. Ist ja sowas wie ein Crash oder ein schönes Frühjahr oder eben dieser Nahostkrieg. Da ist die Frage, ob wir so weit sind. Aber das Faszinierende ist, es ist ja so wie ein Stein ins Wasser geworfen und der Stein zieht seine Kreise. Also ein Ereignis tritt ein und es heißt aber nicht, dass die Folge sofort spürbar ist. Das finde ich ist ein Geheimnis, also auch vom Astrologischen her. Es gab ja, ich meine, am 20. Januar 2020 diese Konjunktion von Saturn, Pluto, Mars, wenigstens die drei. Danach gab es noch andere Sachen, wo man sagen kann, jo, was ist jetzt passiert? Nix. Aber es passiert was, aber in einer rhythmischen Vergrößerung und das ist ein Geheimnis. Dem bin ich ein bisschen noch auf der Spur. Da braucht es aber, glaube ich, wirkliche gute Astrologen, die das dann erklären können. Man kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, man muss es fast erspüren. Also, aber du gehst ja schon mit, dass in der europäischen Prophetie schon Himmelsereignisse auch als Vorboten immer wieder erwähnt werden, wo Ja, nicht ganz ja. klar ist, ob das jetzt schon während des Krieges passiert oder kurz davor vom, also bei den 3 Tagen Dunkelheit wissen wir, das kommt auch in den Hopi-Prophezeiungen Ja. vor. Und da haben wir es auch mit Objekten, mit der blauen und der roten Katschina zu tun. Ja, so, also nur die zeitliche Einordnung, da wird es genauso schwierig. Also es gibt eine Sache, die ganz klar ein solches kosmisches Vorereignis ist, und zwar ein Himmelszeichen, das dasteht, und zwar, das leuchtet ganz stark. Bei Mühlhersel, bei Caesarius von Heisterbach vor, naja, 700, 800 Jahren. Hier und da gibt es ein bisschen was. Der Irrmaier sagte auch an einer Stelle was, müsste ich jetzt konkret raussuchen, aber dass plötzlich ein Himmelszeichen dasteht. Und kurz danach gibt es das Abräumen, gibt es den Krieg. Also insofern, das könnte schon so eine Ereigniskette sein vom Kosmischen her. Wobei das ist jetzt eine astrologische Sache. Das andere könnte eine Supernova sein. Da sind wir bei der Explosion von Beteigeuze. Maybe. Stefan Berndt, ja. Ja, Naja, so. auch Stefan Berndt, aber nicht nur er, das sagen andere ja auch. Ich habe mal recherchiert dazu. Es ist faszinierend, dieser Stern, da schiebt sich wirklich was. Spannend, wird man Vielleicht sehen. ganz kurz nochmal. Ach Leute, schön mit euch. Weil wir auch in dieser Sendung immer wieder eingegangen sind auf die Zusammenhänge zwischen Realität und Kinofilm. Und jetzt steht da dieser 8. April im Raum. Hier haben wir einen Kinofilm nochmal. Civil War. Civil War. April 12 startet er. Also insofern könnte man dieses Himmelsereignis 8.12. Sonnenfinsternis auch als Vorzeichen eines Bürgerkriegs oder des Auseinanderfallens oder der Bedeutungslosigkeitsbeginn der USA sehen. Ja, das wäre nochmal so ein kleiner. Ja, das ist definitiv auch so ein Teaser. Ja, also die Gefahr eines Bürgerkriegs ist durchaus real. Halte ich auch so. Und Ist prophezeit.
auch von Europa aus. Das wurde auch so, das interne Auseinanderbrechen der USA würde auch sofort erklären, warum die Amerikaner NATO hin oder her mit Trump oder ohne Genau. Trump keine Rolle mehr in der Prophetie in einem dritten Weltkriegsereignis spielen, zumindest nicht in Europa. Die sind ganz schnell weg, ja. Und es würde zu den geostrategischen, geopolitischen Entscheidungen genau passen. Da also, könnten wir schon wieder eine Stunde labern. Passt genau rein. Passt genau rein. Naja, Ja, passt ich auch in die habe Phoenix-Hypothese rein. auf jeden Fall, ich will nur sagen, 8.4. ein wichtiger Marker, energetischer Marker, ob jetzt die ganzen Geschichten, ob da mit CERN jetzt da irgendein Zern auch, ja. Dimensionstor eröffnet wurde oder ob NASA da irgendwie versucht, da noch eine zweite Stunde Himmel zu machen. Oder ich habe auch gelesen in gewissen Chatforen, dass mit einem Impact in Madagaskar gerechnet wird. Ich habe keine Ahnung. Geistig stelle ich mich auf alles ein. Bin gespannt, wenn wir uns nächstes Mal treffen, ob wir sagen, hey, das war nur ein Nothing Burger, da ist gar nichts passiert. Jetzt sind gerade Ja, Friedensverhandlungen kann sein. überall. Kann auch sein, weil es ist ja transformativ. Ich Oder wir bewegen uns irgendwie auf derselben Umlaufbahn immer noch weiter, stetig irgendwie in Richtung massive Eskalation, hau aber noch mal ohne. einen raus gleich. Tut mir leid, ihr kamt sehr spät, kamt ihr noch mal mit lauter krassen Sachen, ja. Mir ist was aufgefallen die letzte Zeit, das möchte ich euch auch noch mal unbedingt zeigen, das hier bei Disclosed TV. Da geht es um CERN und man sieht da diesen einen Beschleuniger wohl, ja. Und als aus der Ferne so drauf guckte, ich befasse mich auch so ein bisschen mit antiken Stadtstrukturen, wo im Grunde ein Sonnenkult abgebildet wird. So wäre jetzt eine andere Sache, mystische Sache. Aber wenn ich da drauf gucke, da kannst du wahlweise fast das Auge, das Wüstenauge anlegen oder Atlantis oder. In dieser, also diese Computer und alles, die sehen aus beinahe wie eine antike Stadtstruktur. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da drauf kam. Irgendwo hat es zu dem, was ihr sagte, eine Bewandtnis, ja. Also, ja, okay. Die fällt mir leider nicht ein. Allein, ja, ich meine, CERN, das ist ja auch wieder ein eigenes Thema für sich, ja, mit ihrer hinduistischen Ja, genau. Ja, genau. Shiva-Statue davor, ja. Und also die okkulte Bedeutung dessen. Und wie gesagt, die ganzen Geschichten, die da kursieren in den alternativen Medien. Ich will davon nichts über Bord schmeißen, muss aber auch sagen, okay, wo sind die Beweise, ja, oder Indizien dafür? Es ist manchmal ein bisschen dünn. Aber mich würde auch nicht überraschen, ja, wenn da an parallelen Zeitlinien oder an Dimensionstoren, dass das irgendwo in diesem mit CERN irgendwo korrespondiert. Aber würde jetzt natürlich auch wieder viel zu weit führen. Ich sage nur, die Verdichtung von all diesen Dingen, ja, stellt für mich, das ist kein Zufall, sondern das zeigt ganz deutlich, hier soll auch aufmerksam drauf gemacht, was jetzt die finale Ausdeutung ist. Ich denke, runtergebrochen wäre die finale Ausdeutung, ist schon ein gewisses weiteres Vorbereitung, geistige, spirituelle, mentale Vorbereitung, dass Dinge sich ändern. Ich Ja, meine, und wenn so viele Menschen sich damit beschäftigen, plötzlich ist es ja eine Vorbereitung. Es macht ja definitiv. was in den Köpfen und das erzeugt eine Energie und so weiter. Ja, du kannst natürlich auch von Ja. Predictive Programming sprechen. Ja, Genau. wenn nicht alle sich so sicher wären. Es gibt natürlich auch Leute, die würden wir sagen, ja, das ist auch, wir sind auf der flachen Erde, das ist auch Teil der Inszenierung. Also. Ja, aus einer Sicht, dass wir eh in einer Art virtuellen Konstrukt sind, was ich ja mit meinem neuen Buch versuche, als Grundlage ja auch zu legen, einer Sichtweise, die sich durchaus auch wissenschaftlich herleiten lassen kann und eigentlich in allen großen Philosophien zu finden ist es natürlich auch so, dass auch das, was von außen kommt, letztendlich Teil, ja, von Kometen bis von mir aus Planet X oder Sonnenfinsternis und was immer da von außen auf unser Kollektiv, auf diese Bühne aufscheint, dass das natürlich Teil der Inszenierung ist. Ja, grundsätzlich. Also der Inszenierung eines wie auch immer gearteten, höherdimensionalen Regisseurs. Ob der jetzt ganz an der Spitze anzuordnen ist oder einer aus den anderen Ebenen ist. Ja. Und ob der jetzt gut oder böse oder vielleicht
ja, einfach Teil der Inszenierung, die nötig ist für den evolutionären Prozess. Wie auch immer. Also da wird es komplex, aber grundsätzlich sage ich, das ist signifikant und ich denke, ich bin gespannt, wenn wir uns in einem Monat oder vielleicht müssen wir eine Sondersendung einleiten, weil Moment. doch mehr kommt, als wir sogar in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet haben. Oder Alter, einfach einen wir Monat finden feststellen was. müssen, ja, mei, viel zu viel Lärm um nichts. Ja. Kann gut sein, ja. Und jetzt haben wir auch gar nicht irgendwie Syrien, Iran uns angeschaut. Hat da schon alles Beim Mögliche an nächsten Mal, Zitaten, ja. aber das machen wir ein anderes Mal. Ich würde auch sagen, ja. Soll ich noch einen raushauen oder nicht, Leute? Wollen wir ins Ende oder soll ich noch einen Meinst du als Betthupferl? raushauen? Ja, Ja. okay, wollte gerne Betthupferl. Gut, Ja. gehen wir nochmal auf CERN zurück. Ich zeige Ja. euch mal eine Folie aus dem Vortrag von mir. Ja, ich hätte sie euch gerne gezeigt. Ja, Atlantis. Ja, vergiss es. Ja, kommt nicht so rüber, wie ich es eben will. Naja, Ja, aber es ist ja schon auch so. dieser Kreis da. Warte mal, kriegen wir hin. Ah, okay. Nö, soll heute wohl nicht sein. Dann lassen wir es. Es gibt Verbindungen zwischen alten Stadtstrukturen, zwischen alten Kartendarstellungen und zwischen CERN. Und zwar in der Form. Und das ist eigentlich nochmal hochinteressant. Aber das würde ich dann nochmal extra machen. Ja, das wäre so ein fraktales Prinzip, ne? Ja, und das wird, entweder gehst du, versuchst du linear das zu erklären, dass Leute sich das mal abgeguckt haben, dass es im kollektiven Bewusstsein irgendwie drin ist oder wie auch immer, oder du sagst, okay, es ist darum, ein fraktale Reminiszenz einer gewissen Ästhetik da, Ja, weil genau. wir in einem künstlichen Konstrukt drin sind. Genau, ich Ne? tendiere eher zu zweiterem. Man kann sich nicht festlegen, aber ja, und da sind wir schon wieder in einem Riesenthema. Das Und es heißt, macht, ja. die holen sozusagen aus dem kollektiven Bewusstsein diese Ideen her, die einfach schon existent sind, aber ohne genau zu wissen, was es ist, also linear. Wir kupfern uns das jetzt mal ab und Was übernehmen die das. Uridee ist, genau. Genau, es gibt Urideen, Urarchetypen in den geistigen Welten. Und die spiegeln sich aber dann überall hier ab und werden auch über unseren Geist in unserem Schöpfungsprozess immer wieder auch erschaffen. Ja, und zwar beinahe unbewusst. Das ist ein Riesenthema. Ist ein Hab schon ein eigenes Riesenthema, Buch ja. drüber geschrieben, nur über das Ding. Ja, Und da sind wir unbewusst, sind wir beim freien Willen, wo wir uns auch nicht einig werden. da bist du ja auch schon wieder nicht. Ja, genau. Leute, ich genieße es sehr mit euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich Doch, ja, genieße immer es wieder sehr. schön, immer wieder schön. Das Problem ist nur, es ist schwierig, da aufzuhören. Ja, weil wir jetzt auch gerade heute entdeckt haben, dass wir ständig auf neue Sachen stoßen, wo jeder Ja. was dazu zu geben hat, ja. Also schon sehr toll, sehr schöne Runde, sehr, sehr schöne Runde, ja. Ich hoffe, ihr empfindet es auch so. Mir geht das so. Es ist sehr intensiv und es verlangt auf der einen Seite auch ziemlich viel Zeit zum Verdauen und Vorbereiten für was Nächstes. Das werde ich mir sicher auch nochmal anhören, was heute war, weil es rauscht von einem zum nächsten hinüber. Und spannend. Ich glaube, wir haben das Danke. Glück, dass wir alle wahrscheinlich über Jahre für uns im stillen Kämmerlein geforscht haben. Jetzt treffen wir aufeinander und können im Grunde irgendwas in den Ring werfen und dann geht's los. Ja, das ist ziemlich geil. Ja, stimmt schon, oder? Wenn ich mal so einen Christian anschaue, der da in Baja California saß und dann kam ihm alles hoch, was er in den 10, 15 Jahren zuvor mitbekommen hat. Das ist schon spannend. Tolle Sache. Der hat zu hart das Surfbrett an den Kopf gekriegt, ja. Den kann das. Ja. Ja. Ich habe mir mal So vorgemerkt, war's. für heute, so als Titel irgendwas mit Planungs- und Steuerungsebenen oder sowas. Ja, hat er gut geklappt. Dunkelste Nacht habe ich mit drin. Weil irgendwie erwarte ich so ein Wir Ereignis. haben übrigens immer noch nicht Ja, den ja, ja. Titel für uns drei. Ich hätte einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es mit Ja. dem Namen Lichtblick? Als Gruppentitel oder was? Als Gruppentitel für. Ich finde es nicht schlecht. Bevor noch ewig rum. Ja, nehmen Ja, krass. Ja, okay. Also Lichtblick heißt das jetzt. Lichtblickrunde oder nur Lichtblick? Vielleicht nur Lichtblick, oder? Also Männertherapiegruppe dann soll doch nicht genommen werden, ne?
Auch nicht drei helle. Drei helle auch nicht. Nein, 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 nein. Also Lichtblick einfach. Wir sind jetzt die Gruppe Lichtblick. Okay. Warum nicht? Gut, ist jetzt auch nicht so, sagen wir mal, schwul oder so. Nee. Ist positiv, aber jetzt nicht so. Also keine, okay, keine kurz. Ah, ist spät. Okay, ja, nehmen wir, oder? Okay, machen wir so. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Lichtblick dann. Bis zum nächsten Lichtblick. Ich habe sehr genossen mit euch. Ja, Dieter, danke, danke. Vielen Dank. Ja, schönen Abend. Ja auch. Ciao.